über 70% der Bevölkerung lehnen das Gendern ab. Die Zahl der ablehnenden Stimmen wächst sogar noch. Daraus zieht man aber keinerlei Konsequenz, das zu lassen, sondern im Gegenteil, man sagt dann, ja, dann müssen wir es noch schärfer treiben, wir müssen das noch fester durchdrücken, bis die endlich aufgeben, ja, ihren Widerstand aufgeben. Also die wissen schon, dass sie in der Minderheit sind, aber sie fühlen sich als eine Elite, als eine moralische und Gefühlselite und sehen das dann richtig, dass sie in einer Art Re-Education 2.0 den Rest der Bevölkerung umerziehen. Denn darum geht es ja letztlich. Hallo, Herr Professor Bolz, ich grüße Sie herzlich. Ich danke Ihnen für die Einladung. Sie sind Kommunikationsexperte, Medienexperte, Publizist und Autor, und zwar von zahlreichen Büchern. Und ja, die aktuellen Werke aus Ihrer Feder heißen Keine Macht der Moral und Avantgarde der Angst. Und ich meine, dass die Inhalte von diesen Büchern, dass Sie die weiterspinnen in Ihrem aktuellen Buch von 2023, nämlich Der alte weiße Mann. Herr Bolz, wie sind Sie ausgerechnet auf dieses Thema gekommen? Die Formel, die den Titel hier ausmacht, Der alte weiße Mann, ist ja in den letzten Jahren geradezu zu einer Art Kampfbegriff geworden. Und viele haben sich darüber geärgert, vor allen Dingen eben alte weiße Männer. Ich habe aber bei einigem Nachdenken dann das Gefühl bekommen, eigentlich ist das eine ganz tolle Kampfformel, die man auf intelligente Weise wiederum bekämpfen sollte. Beziehungsweise man sollte sie aufschlüsseln, man sollte begreifen, wogegen sich die Wut, die sich auf diesen alten weißen Mann offenbar auch weltweit gerichtet hat, wogegen die sich eigentlich richtet. Und mein Eindruck war eben dann, das ist eine Art Chiffre. Und wenn man diese Chiffre entziffert, wenn man nämlich sagt, was ist eigentlich gemeint mit alt, was ist gemeint mit weiß und was ist gemeint mit männlich, dann kommt man hinter den eigentlichen Charakter dieser Kulturrevolution, in der wir uns jetzt seit einigen Jahren bewegen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ein Begriff oder eine Wendung, alte weiße Männer, die die Linken in den letzten Jahren immer häufiger verwendet haben, um, sage ich mal, das moralische Versagen der westlichen Kultur auf einen Nenner zu bringen. Mhm. Was steht denn jetzt alt und weiß und männlich und vor allem, wer oder was soll damit bekämpft werden? Sie haben ja wahrscheinlich im Inhaltsverzeichnis des Buches gesehen, dass es tatsächlich nur aus 4 Kapiteln besteht. Und nach einer Lagebeschreibung der Gegenwart kommt da tatsächlich nichts anderes mehr als die Antwort auf diese Fragen, was heißt alt, was heißt weiß, was heißt männlich. Und die Kurzform davon wäre etwa die zu sagen, alt steht eben für Erfahrung, denn das Erfahrung bekommt man ja nur durch das Lebensalter. Es steht auch für Tradition, es steht auch für gesunden Menschenverstand. Weiß, für mich eigentlich das Kernkapitel dieses ganzen Buches, Weiß steht für europäische Rationalität, die damit verbundene Wissenschaft, die damit auch verbundene technische Weltbeherrschung und damit auch die doch über Jahrhunderte überragende Stellung der europäischen Zivilisation in der ganzen Welt. Und männlich schließlich steht für Risikobereitschaft, Mut, auch den Mut, mal gegen den Strom zu schwimmen, Selbstbehauptung. Und ich denke, gegen all das richtet sich die Kulturrevolution, ob wir die jetzt woke nennen oder politisch korrekt oder wie auch immer. Und was Sie in Ihrer Frage implizieren, nämlich, dass das eine linke Bewegung sei, das wäre auch etwas, was ich gerne befragen würde, ja, hinterfragen würde, denn da bin ich mir keineswegs sicher. Und was die Bücher unterscheidet, Sie haben recht, die haben einen Zusammenhang, aber was die unterscheidet, ist eben dies, dass ich bei diesen kleinen Büchlein, früheren Büchlein, eher auf der Symptomebene geblieben bin,
während ich in diesem Buch Der alte weise Mann versuche, so eine Art Tiefbohrung vorzunehmen, also wirklich zu den Grundlagen dieser Affekte zu kommen. Und das führt sehr, sehr weit zurück. Nicht nur in die 68er-Zeiten, sondern noch sehr viel tiefer, eigentlich mindestens bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Ja, Sie haben schon einen Begriff genannt, also sozusagen ein Instrument, mit der, ich sage es jetzt mal jetzt nicht die Linke, aber vielleicht kommen wir noch drauf, das zu klären. Diese Kulturrevolution, welche Instrumente die sich bedient, sind eben so Sachen wie Wokeness, Political Correctness, Gender oder die Cancel Culture. Und Sie schreiben an einer Stelle im Buch, schreiben Sie, es bestehe Hoffnung auf Implosion der Woke-Kultur, weil die Verrücktheiten überhand nehmen. Zur Veranschaulichung, sag ich mal, dieser Verrücktheiten und um ein Beispiel zu geben, um was es eigentlich geht, habe ich mir erlaubt, zwei Ereignisse zu nennen aus der jüngsten Zeit. Und zwar zum einen am 13. Oktober sollte der Profi-Musiker und Didgeridoo-Spieler Tom Fronzer in Kiel auftreten, aber der Veranstalter hat das kurzfristig abgesagt mit der Begründung, das sei kulturelle Aneignung. Das heißt, da ist jemand, der schon seit Jahren sein Geld damit verdient, ein Instrument zu spielen der australischen Ureinwohner, und jetzt wird ihm das untersagt. Oder auch etwas von der jüngsten Zeit, an der Uni Augsburg haben mehrere Studenten einen Antrag gestellt, sogenannte Glory Holes zu installieren. Das sind Löcher, die in Wände gemacht werden, um sexuelle Aktivitäten durchzuführen. Und diese Initiative, die sehr skurril ist, haben Studenten eingebracht, der Queer-Initiative, des Queer-Referats an der Uni Augsburg. Und es war ernst gemeint. Um Verrücktheiten wie diese zu verstehen, erklären Sie in Ihrem Buch, wie Sie schon gesagt haben, zunächst einmal die Lage, in welcher Situation befinden wir uns. Und ich habe das also fand es sehr spannend zu lesen, was ja, ich glaube, mindestens die Hälfte des Buches ausmacht. Und dann eben diese drei Begriffe alt, weiß und männlich zu dechiffrieren. Herr Bolz, kommen wir zur Lage, also zu dem ersten Teil, zu der Situation. Es ist ja schon eigenartig, dass eine Minderheit der Mehrheit vorschreiben will, wie sie zu denken und zu leben habe. Wer sind denn eigentlich diese Minderheiten, die den Rest der Gesellschaft mit ihren Themen so vor sich hertreiben? Es ist zunächst einmal gesagt gar nicht so neu, dass Minderheiten Mehrheiten dominieren. Man könnte sogar sagen, es ist eine Art Tyrannei der gut artikulierten Minderheiten, denn das ist wichtig. Das sind nicht einfach Minderheiten, sondern oft sind das gar keine Minderheiten, sondern gerade wenn es die Frauen etwa betrifft, stehen ja mindestens 50% der Gesamtbevölkerung da. Aber das sind auch in anderen Fällen Minderheiten, die dadurch ausgezeichnet sind, dass sie extrem gut artikuliert sind. Sie sind auch gut organisiert, aber wichtiger noch, sie sind sehr gut artikuliert. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass sie den größten Teil oder fast ausschließlich in ihrem ganzen Leben nichts anderes gemacht haben, als sich in Bildungsinstitutionen aufzuhalten. Also die haben nie gearbeitet, die mussten sich nie mit der Realität auseinandersetzen, sondern sie gingen gewissermaßen von der Grundschule über das Gymnasium in die Universitäten, konnten dann vielleicht auch noch in eine Partei eintreten, die Grünen oder die SPD und bei uns in Deutschland und manche schaffen sogar bis ins Europaparlament. Also ohne Kontakt mit der Realität kann man ein extrem hohes Maß an rhetorischer Fähigkeit und auch an Debattenfähigkeit entwickeln. Das, wie gesagt, ist nicht ganz neu. Das gab es immer schon, revolutionäre Eliten, schon seit der Französischen Revolution gut verfolgbar. Vor allen Dingen in den 68er-Bewegungen natürlich sehr, sehr stark genau dieses Syndrom. Was jetzt neu ist und was das heutige von 68 entscheidend trennt, ist, dass man nicht mehr auf bessere Argumente setzt. Also die Rhetorik, die rhetorische Wucht kommt nicht von Argumenten, wie das in den 68ern noch mit Hilfe von Neomarxismus oder Psychoanalyse versucht wurde, sondern sie kommt rein aus der Emotionalität. Ja, also es wird heute gar nicht mehr argumentiert, sondern man stellt seine Gefühle dar. Man sagt, ich bin verletzt, ich bin beleidigt, ich ertrage die Schrecken dieser Wirklichkeit nicht mehr, ich brauche Schutz und Ähnliches mehr.
Und das ist eben neu, also der Ersatz der Argumente durch Emotionen. Und zwar Emotionen, die es schablonenhaft gibt. Also die werden nicht wirklich aus dem inneren Selbsterleben heraus entwickelt, sondern die werden angeboten. Es gibt einen riesen Markt an Opferemotionen, wo man sich mehr oder minder beliebig bedienen kann. Und es gibt ja mittlerweile einen Wettstreit um die Opferposition Nummer eins. Ja, also man kämpft darum, das Opfer schlechthin zu sein. Und das wunderbare Zauberwort Intersektionalität bringt das ja herrlich zum Ausdruck. Ja, also wir verschränken verschiedene Opfergeschichten ineinander, um dann zu sagen, ich bin das Opfer von all diesen Ungerechtigkeiten, von all diesen Grausamkeiten der bestehenden Gesellschaft. Also, wie gesagt, es läuft nicht mehr über Argumente, es läuft nicht mehr über Theorien, wie in den 68ern, sondern nur noch über Gefühle. Und deshalb hat man diese ganze Generation auch vollkommen zu Recht als Snowflakes bezeichnet, als Schneeflocken. Das heißt, sie zerfließen, wenn man sie auch nur anhaucht. Ja, also wenn man ihnen irgendetwas Kritisches sagt oder überhaupt irgendwie sie mit der Realität konfrontiert, zerfließen sie in ihren Gefühlsseligkeiten. Und das macht es auch so schwierig, hier etwas zu korrigieren. Denn wenn jemand sagt, ich habe Angst oder ich bin verletzt, ich fühle mich als Opfer, dann können Sie nicht sagen, nein, das stimmt doch gar nicht. Ja, Sie können denen nicht widersprechen. Man kann es niemandem absprechen. Und das war auch ein Ausgangsmotiv dieses ersten Büchleins, Avantgarde der Angst, wo ich nämlich auf dieses Syndrom zum ersten Mal aufmerksam wurde, nämlich dass man einfach, damals ging es vor allen Dingen zunächst um Atomenergie und Ähnliches mehr, das macht mir Angst, ich habe Angst. Und damit war die Diskussion beendet. Ja? Also wenn die Leute sagen, ich will gar nicht auf Argumente hören, technische Werte oder so interessieren mich gar nicht, das ist alles unwichtig, ich habe Angst. Und damit ist die Diskussion beendet. Und das wird jetzt eben übertragen auf andere Gefühlswelten. Und diese Gefühlswelten kann man argumentativ einfach nicht kippen. Und das ist der Stand der Dinge. Nicht? Wir haben auf der einen Seite eine hypermoralisierte und auch hypersensibilisierte, vor allem Jugendkultur. Aber da spielen auch andere rein, vor allen Dingen die unseligen christlichen Kirchen in Deutschland, akademische Institutionen, die ähnlich drauf sind. Und auf der anderen Seite sage ich immer, die Leute, die den Laden am Laufen halten. Die sind aber leider Gottes schlecht artikuliert. Und das ist, glaube ich, eines der Kernprobleme, die wir kulturell seit vielen Jahrzehnten haben, dass die Leute, die wirklich das System, in dem wir leben, am Laufen halten, sich schlecht artikulieren können, nur, während die anderen, die, wie Gehlen sie genannt hat, die Mundwerksburschen, niemals Realitätskontakt haben. Und das ist das Blöde. Der Ingenieur, der Techniker, der Mathematiker, das sind alles großartige Leute, aber sie können nicht reden, wenn es um, weiß der Teufel, sei es Ukraine oder Israel oder was auch immer geht. Es fehlen ihnen die Gewandtheit im Umgang mit der Sprache. Sie kennen nur ihre tolle technische, wissenschaftliche Welt. Und sie sind hilflos, wenn sie konfrontiert werden mit den Mundwerksburschen aus den Universitäten oder aus den anderen Bildungsanstalten und aus den Medien selbstverständlich, die das alles schützen und tragen. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, diese Minderheiten sind in Wahrheit oft gar nicht die Mehrzahl der Betroffenen, nein, sondern es ist eine kleine Elite, eine intellektuelle Elite, die diese Themen stellvertretend quasi für, genau, was weiß ich, die Afrikaner oder... Genau. Oder sonst jemanden oder Homosexuelle oder so vorantreiben. Genau. So. Es ist, wie Sie richtig sagen, zum großen Teil auch importiertes Elend. Also man ist gar nicht selbst betroffen, sondern man ist betroffen von der Betroffenheit anderer. Ja? Oder auch unterstellter Betroffenheit anderer. Das heißt, man tastet die ganze Wirklichkeit nach möglichen Opfergruppen auf. Und wenn man sich nicht selber erfolgreich als eins dieser Opfer definieren kann, dann zeigt man wenigstens Solidarität damit. Aktuellstes Beispiel jetzt natürlich Palästina, ganz klar. Mit den absurdesten, groteskesten
Signalen wie Queers for Palestine oder Trans for Palestine, habe ich heute gerade gesehen. Es ist so grotesk und absurd, dass es schwerfällt, das auch nur zu beschreiben oder zu diskutieren. Aber man kann es erklären. Man kann es erklären aus dieser systematischen, gezüchteten Weltfremdheit, die auch zusammenhängen mit überlangen Ausbildungszeiten, nicht? Die, wie gesagt, dazu führen, dass man 40, 50 werden kann, ohne auch nur ein einziges Mal mit einem realen Problem konfrontiert zu sein. Ich glaube, Sie beziehen sich da auf Erik Erikson, der genau. Das ja auch so untersucht hat. Ganz genau. Aber ich will Sie nochmal festnageln auf Ihre erste Aussage, wo Sie gesagt haben, Sie sind sich gar nicht so sicher, dass das der Hintergrund links ist, dieser Personen. Aber würden Sie doch sagen, also mein Eindruck ist schon, dass es mehr aus dem grünen, linken Milieu kommt? Ja, dieses Milieu interessiert mich besonders, weil ich persönlich, wie fast alle meiner Generation, aus diesem linken Lager kommen. Aber nicht aus diesem, die sich jetzt links nennen. Die sich heute links nennen. Mit denen ist hat das, was Sie meinen, ja. Was Sie eigentlich unterschieden haben wollen? Ja. Sozusagen eher, dass es mit der alten Linken, was weiß ich, 68er oder noch früher, nichts mit Marxismus, nichts mehr zu tun hat, sondern warum? Weil es emotional ist nur? Es hat mit Marxismus gar nichts zu tun. Sondern es bleiben im Grunde nur antikapitalistische Affekte übrig, dass nur sehr oberflächliche Beobachter können das dann links nennen. Es gibt gar keine Theoriearbeit mehr auf dieser Ebene. Das allerdings kann man historisch sehr gut verfolgen, das habe ich in dem Buch auch versucht. Ich versuche immer wieder den Namen Gramsci ins Spiel zu bringen, der nicht jedem vertraut ist, der sich mit den Linken beschäftigt. Aber Gramsci, der ja im Gefängnis saß als Kommunist in Italien, der hatte erkannt, dass es mit Marx nicht funktioniert. Ja, also er war Kommunist, Revolutionär, saß deshalb auch im Gefängnis. Und er hat gemerkt, das funktioniert nicht. Also dieses marxische Konzept, die marxische ökonomische Theorie mit der Vorstellung eines revolutionären Proletariats, das dann am Ende die Weltrevolution bringt. Und Gramsci hat dann diese geniale Idee gehabt, zu sagen, wir müssen es ganz anders machen, nämlich über Kultur. Ja, also nicht über Ökonomie, über Wirtschaft, sondern über Kultur. Wir müssen den Marsch durch die Institutionen antreten. Und genau das hat man haben die 68er sehr gut studiert und haben das dann auch angefangen. Und dieser Marsch war extrem erfolgreich. Also der Neomarxismus oder der Marxismus insgesamt war eine einzige Katastrophe. Da zweifelt ja eigentlich auch kein normaler Mensch mehr dran. Aber das, was Gramsci an die Stelle dessen gesetzt hat, der Marsch durch die Institutionen, und damit meinte er vor allen Dingen Bildungsinstitutionen, politische Institutionen, der war extrem erfolgreich. Und Sie sind heute ja ich hatte es vorhin schon angedeutet, mit diesem woken Blödsinn nicht nur konfrontiert auf irgendwelchen Universitätsseminaren, sondern auch schon in der Schule werden Sie damit konfrontiert, an den Universitäten, in allen Bildungsinstitutionen müssen Sie mit dem Quatsch rechnen. Die Wirtschaft passt sich ja auch opportunistisch, wie sie immer schon war, auch an diesen Unsinn an. Erst Greenwashing, jetzt Wokewashing. Also Sie können das in unendlich vielen Bereichen erleben. Und wenn Sie jetzt jung sind und hören gewissermaßen vom Kindergarten an bis Sie als 40-Jähriger irgendein Diplom machen, nur diesen Quatsch, dann sind Sie zwar in der Lage, überall groß mitzureden, nicht? Sie haben für alles einen Slogan drauf. Aber sie haben im Grunde mit der Realität überhaupt keinen Kontakt. Während die 68er immerhin eine Theorie hatten, die war zwar meines Erachtens unsinnig, aber ich war selbst Anhänger dieser Theorie, aber es war wenigstens gedacht, da wurde irgendetwas gedacht. Heute wird gar nicht gedacht, sondern man benutzt Formeln, die im Grunde Affektstaus lösen und Affekte freisetzen, Formeln, von denen man überhaupt nicht weiß, was sie bedeuten. Und queer und trans ist dann noch das Harmloseste. Es gibt Leute, die das akademisch freigesetzt haben.
Judith Butler ist eine Figur, die jetzt mittlerweile wieder gerne zitiert wird, aber auch die dahinterstehenden Gestalten, Franzosen meistens wie Jacques Derrida oder Jacques Lacan, die hatten noch Gedanken, die hatten noch Theorien, extrem subversive Theorien, aber aufregende Theorien, und da wurde noch gedacht. Das, was man aber aus diesen Leuten gemacht hat, aus Foucault, Lacan, Derrida, wem auch immer sie dann nennen wollen, das ist im Grunde nur noch Formelkram. Man trägt diese Formeln wie Monstranzen vor sich her, ohne dass man noch irgendeinen ernsthaften Gedanken damit verknüpfen könnte. Und das führt zu diesen grotesken Entwicklungen, wie Sie ja mit beispielhaft sich vorgeführt haben. Das macht es eben wiederum auch verdammt schwierig, hier als argumentierender Mensch mit denen ins Gespräch zu kommen. Mit den 68ern konnte man diskutieren. Die haben das gemacht. Die haben mit den rechten konservativen Professoren auch Schlagabtausch sich geleistet. Das könnten sie heute gar nicht. Diese Leute sind theorielos, begriffslos, im Grunde reine Nervenbündel. Und im Grunde, ich scheute mich da auch nicht, das zu sagen, man müsste sie therapieren. Ja, das ist ein gutes Stichwort, Therapie, weil Sie schreiben ja auch, dass das, was früher als normal galt, wird heute als pathologisch bezeichnet. Und umgekehrt, das, was bislang als krankhaft gegolten hat, ist heute halt das Normale so. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie eigentlich vor allem deutlich machen, dass sozusagen die alte Linke oder die 68er Linke, dass man mit denen noch argumentieren konnte, man konnte auch ja, im Prinzip sich austauschen und man könnte sogar etwas nachvollziehen, ja, oder auch, dass auch noch sowas wie Respekt für das Gegenüber da war. Und heute gibt es gar keine Argumente mehr, sondern es wird einfach nur mit Moral, sag ich mal, Leute mundtot gemacht. Genau. Heute ist richtig verstanden. Ja, absolut. Moral und Gefühl, das sind die beiden Möglichkeiten, jedes Argument zu vermeiden. Ja, und das ist praktisch in diesen Registern passiert heute alles, leider Gottes, auch in der Politik. Wenn man sich das überlegt, im Nachhinein wird man geradezu nostalgisch, was es früher für vernünftige, rationale Politik gegeben hat. Also wenn ich bei uns in Deutschland zurückdenke, etwa an die Zeit von Helmut Schmidt, das war noch nachvollziehbar. Man konnte das kritisieren, man konnte das schlecht finden, aber es war irgendwie nachvollziehbar, durchdacht, pragmatisch. Heute hat man es mit Traumtänzern zu tun an den Spitzenpositionen unserer Politik. Und das ist das Schlimme, dass es keine Korrekturinstanz mehr gibt. Früher gab es die Korrekturinstanz, nämlich Wissenschaft und Journalismus. Ja? Also der Journalismus war, wenn man so will, per Definition regierungskritisch früher. Und es war tatsächlich so. Es gab sie jedenfalls. Ja. Es gab sie jedenfalls. Ja, es gab die regierungskritische Presse und das Sturmgeschütz der Demokratie, wie sich der Spiegel selber genannt hat, und zwar gegen natürlich die herrschende Politik. Und die Wissenschaftler waren zum großen Teil ja auch schon Mitglieder der 68er-Bewegung, waren auf jeden Fall auch kritisch. Und in jedem Falle gab es nicht die Wahnvorstellung Science, die Wissenschaft, ja, die das und das sagt und dem müssten wir folgen. Follow the Science, das Unwissenschaftlichste, was es überhaupt gibt. Also all das war früher doch ein bisschen anders. Ich will nicht sagen, dass damals alles ideal war, sondern es gab noch Gegeninstanzen und es gab noch kritische Instanzen. Und dies sind heute, die existieren natürlich in Person immer noch von vielen Menschen, aber sie dringen nicht mehr in die Öffentlichkeit. Und das hängt zum Wesentlichen natürlich an der Organisation unserer öffentlichen Meinung durch die Presse, durch die Medien. Also da hat sich eine schlimme Entwicklung ereignet hin zu einem unvorstellbaren Konformismus der meisten Medien mit der Regierung. Wahrscheinlich einfach aus dem simplen Grund, weil die Linksintellektuellen, die ja die Redaktionen dominieren,
Daran gibt es übrigens auch gar keinen Zweifel, und das bestreitet auch niemand, dass diese Linksintellektuellen jetzt die Regierung haben, die sie immer erträumt haben. Ja, und dann gibt es eine Deckungsgleichheit. Eine Deckungsgleichheit. Okay. Ja, Sie, was würden Sie sagen, ist politische Korrektheit als Instrument, oder wie würden Sie das definieren? Ja, politische Korrektheit hat verschiedene Dimensionen. Einen haben wir schon angesprochen. Politischen Moralismus, also komplexe politische Probleme, die uns alltäglich umstellen, durch moralischen Kahlschlag scheinbar zu lösen. Das andere ist, und das ist das spezifisch Neue, denn politischer Moralismus ist natürlich alt, das Neue ist das Auftreten einer Sprachpolizei, also dass die Kontrolle des gesprochenen und geschriebenen Wortes, und zwar durchaus in Form von inquisitorischen Zensurmaßnahmen. Dazu dann auch, wie soll man sagen, eine geradezu bewusste Verunstaltung der Sprache durch Gendern. Also gegenderte Sprache kann man gar nicht mehr sprechen. Und wenn sie doch von einigen absurden Aktivisten gesprochen wird, ist es zum Weinen oder Lachen gleichzeitig. Wenn man mal überlegt, dass Heidegger, wie ich finde, zu Recht gesagt hat, die Sprache ist das Haus des Seins, dann ist das, wenn Sie so wollen, eine Art Abrissbirne am Haus des Seins, das Gendern, das da gearbeitet wird. Und die Sprachverbote, also die haben vor allen Dingen ja den Effekt, dass man verstummt. Denn wenn Sie nicht mehr wissen, bei dem, was Sie sagen wollen, darf man denn das und das und das Wort noch benutzen oder welches Wort müsste ich denn stattdessen benutzen? Dann ist die natürliche Reaktion eines normalen Menschen, ich halte mich da raus, ich sage lieber gar nichts. Und diesen Effekt beobachten wir natürlich all überall, dass die Menschen ja, sich ihren Teil sicher noch denken, aber auch immer mehr sagen, in der Öffentlichkeit sage ich da lieber nichts. Ja? Also privat kann man sich noch austauschen, aber sobald man ins Licht der Öffentlichkeit tritt, halte ich mich lieber bedeckt, denn man kann nie wissen, ob man dann am Ende als Nazi abgestempelt wird. Ja, das Spannende ist ja, dass Sie schreiben, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was ist denn eigentlich die öffentliche Meinung? Also was denken denn wirklich die anderen? Genau. Weil ja die meisten den Mund halten und sich gar nicht trauen, ihre eigene Meinung zu äußern. Was ja auch keine neue Entwicklung ist, denn das hat ja Frau Nölle-Neumann schon vor Jahrzehnten unter dem Stichwort Schweigespirale beschrieben. Und der Hintergrund ist eben, wie damals und heute noch viel extremer, dass eben nicht die Mehrheit entscheidet, sondern gut artikulierte Minderheiten. Es geht um die Artikuliertheit von Positionen oder von Haltungen und Meinungen und nicht ihre argumentative Kraft. Also das, was Jürgen Habermas so wunderschön mal formuliert hat, dass der zwanglose Zwang des besseren Arguments, das war seine tolle Formel, davon ist nichts übrig geblieben. Ja, also das bessere Argument erzwingt nichts und es setzt sich nicht durch, sondern Sie müssen in einer gut organisierten, gut artikulierten Minderheit sein und können sich dann auch darauf verlassen, von der jedenfalls aktuellen Politik und vor allen Dingen auch von den Medien, von den Leitmedien getragen und gestützt zu werden. Und dagegen verblasst dann die öffentliche Meinung im Sinne von Mehrheitsmeinung. Und gerade Gendern ist dafür ja ein wunderbares Beispiel. Es gibt immer wieder Umfragen, über 70% der Bevölkerung lehnen das Gendern ab. Die Zahl der ablehnenden Stimmen wächst sogar noch. Daraus zieht man aber keinerlei Konsequenz, das zu lassen, sondern im Gegenteil, man sagt dann, ja, dann müssen wir es noch schärfer treiben, wir müssen das noch fester durchdrücken, bis die endlich aufgeben, ja, ihren Widerstand aufgeben. Also die wissen schon, dass sie in der Minderheit sind, aber sie fühlen sich als eine Elite, als eine moralische und Gefühlselite und sehen das dann richtig, dass sie in einer Art Re-Education 2.0 den Rest der Bevölkerung umerziehen. Denn darum geht es ja letztlich. Ja, ich habe auch neulich eine Statistik gesehen in der Schweiz, das ist ähnlich, ich glaube auch 70-80% lehnen das Gendern ab. In dem, also ich möchte auch da auch einen kurzen Zitat von Ihnen bringen, was ich einfach sehr treffend finde. Alle reden von Individualität, Diversität und Selbstverwirklichung und alle denken dasselbe. Also da kommt so, finde ich, dieses gewaltsame Totalitäre zum Ausdruck. Wie erklären Sie sich
dieses Einheitsdenken, ich sag's mal so, philosophisch, also was steckt da eigentlich, sag ich mal, im Kern, wenn man jetzt an Postmoderne denkt oder generell an die Spätmoderne, was steckt denn da eigentlich im Tieferen hinter dieser Paradoxie, dass man auf der einen Seite will man, was weiß ich, Selbstverwirklichung, sexuelle Entfaltung, Diversität, Meinungsvielfalt. Und in Wahrheit ist es eigentlich sehr totalitär, sehr intolerant, sehr ausgrenzend. Und es gibt überhaupt keinen Raum für Debatte und Freiheit. Sehen Sie da irgendwo, sag ich mal, ideologisch oder philosophisch einen Hintergrund? Also ich glaube, man täte der Philosophie weh, wenn man da eine Dialektik konstruieren würde und womöglich sagen würde, dass das wie konkav und konvex zusammenpasst, nämlich das Totalitäre und das Diverse. Ich würde das ganz anders sehen. Ich würde sagen, all das, was man an postmodernen Errungenschaften gefeiert hat, bleiben wir mal bei der Postmoderne, die ja auch schon lange zurückliegen soll, alles, was man da gefeiert hat an Errungenschaften, und das war ja auch schon Pluralismus, Diversität, Zitierbarkeit von anderen Stilformen, extreme Formen von Individualismus. All das war ja niemals postmodern, sondern die Moderne selbst. Die Moderne selbst hat das aus sich rausgetrieben, und zwar gerade mit ihrer großartigen Fähigkeit der Selbstkritik. Also eins meiner Hauptargumente in dem Buch ist ja auch dies, dass das, was wir heute erleben, eine Art Perversion der Selbstkritik der Moderne an sich selbst ist. Ja, also das war immer ein Alleinstellungsmerkmal der westlichen Kultur, dass sie sich selbst kritisiert hat. Also gerade an solchen Dingen wie Sklaverei, Kolonialismus, Rassismus, Sexismus, das ist ja nicht so, dass das von außen gegen die westliche Kultur vorgebracht wird, sondern das sind die innersten Gedanken der westlichen Kultur selber, selbstkritische Gedanken des Westens, die jetzt aber, wenn man so will, freilaufen und in einer Welt, auf eine Welt aufprallen, die weniger sexistisch, weniger rassistisch, weniger kolonialistisch als je zuvor ist. Also die Angriffe, die heute gestartet werden, sind im Grunde Phantomangriffe gegen Probleme, die es als solche so gut wie gar nicht mehr gibt, jedenfalls weniger als je zuvor gibt. Man könnte das Prinzessin auf der Erbse-Syndrom nennen mit dem Philosophen Odo Marquardt. Das heißt, weil es uns so gut geht wie noch nie zuvor, weil die Gesellschaft so liberal, so pluralistisch, so bunt wie noch nie zuvor ist, und zwar schon seit Jahrzehnten, gerade deshalb ist der minimale Rest an, wie soll man sagen, Unbehagen, ist immer noch, wird zur Unerträglichkeit hochstilisiert. Und das heißt für mich, dass im Grunde diese totalitäre Einheitlichkeit der jetzigen Jugendkulturen eigentlich daher rührt, dass sie Modernität nicht erträgt. Denn Modernität bedeutet gerade, dass man in der Lage ist, sich auseinanderzusetzen mit unterschiedlichen Meinungen, dass man in der Lage ist, mit hochkomplexen Wirklichkeiten umzugehen, dass man sieht, dass man nicht alle Probleme auf einen Schlag lösen kann, sondern, wie Popper das genannt hat, in Piecemeal Social Engineering Schritt für Schritt an die einzelnen Probleme herangeht. All das ist diesen Leuten zu viel, das ist ihnen zu anstrengend, und sie flüchten sich in die Einfachheit. Ja, und da sind wir auch wieder bei Moral, und da sind wir wieder bei Gefühle. Moral ist wahnsinnig einfach. Gefühle sind irrsinnig einfach. Das ergibt sich alles von selbst. Und es erspart ihnen die Auseinandersetzung mit einer hochkomplexen Realität. Und das wäre meine Erklärung für. Das ist eine Realitätsflucht. Ja? Die Angst davor, sich der Wirklichkeit zu stellen, die treibt diese Menschen in diese totalitäre Versuchung hinein, die dann nur aufgehübscht wird mit irgendwelchen Slogans, die aber mit der Realität dieser Bewegung gar nichts zu tun haben. Also wie gesagt, Flucht vor der Realität, das wäre für mich die Erklärung. Und für mich auch eine Perversion der Selbstkritik, die die Moderne im Grunde, seit sie existiert, an sich selbst geübt hat. Ja, also das wäre meine Erklärung für das, was ursächlich da...
Also vor allem die Angst oder auch die sagen wir, Infantilisierung. Also dieses, was weiß ich, wir müssen das jetzt durchdrücken, keine Ahnung, Heizungsgesetz oder so, weil es 5 vor 12. Also glauben Sie wirklich, dass es vor allem existenzielle Ängste sind, die dann, sagen wir, so eine radikale Politik begründen, oder? Ängste sind das wahrscheinlich, existenzielle Ängste, nur haben sie mit den politischen Motiven nichts zu tun. Ja, also es hat nichts mit Klima zu tun oder mit Atomkraft oder was auch immer, sondern das sind im Grunde nur Vorwände, um die eigene existenzielle Unsicherheit in Position zu bringen. Da könnte man auch ganz andere Dinge nehmen. Bei Gelegenheit vielleicht wird es wieder eine Anti-Atom-Bewegung geben oder es gibt wieder eine Friedensbewegung, die Ostermärsche oder was auch immer. Das ist nicht so, dass dahinter eine reale politische Konzeption steht, sondern sie haben da einen einfachen Gedanken, der es erlaubt, die eigenen seelischen Probleme ideal zu platzieren und unterzubringen und damit auch zu bewältigen. Dass das meistens grüne Motive sind, hat, glaube ich, einen sehr, sehr einfachen Grund. Den Grünen ist es gelungen, aus der wirklich sehr bedeutenden Umweltbewegung, die ein vollkommen neuer, wichtiger Gedanke der Politik geworden ist, aus dieser sehr vernünftigen Umweltbewegung eine Ersatzreligion zu machen. Und das Angebot dieser Ersatzreligion ist offenbar für viele, viele Menschen unwiderstehlich. Denn sie sind ja gerade nicht mehr Christen oder sie wollen es auch nicht mehr sein. Die meisten sind stolz darauf, sich als Atheisten zu präsentieren. Sie können mit den christlichen Überlieferungen scheinbar gar nichts mehr anfangen. Buddhismus oder andere Boutique-Religionen in Deutschland oder in Europa, das ist ja auch nur ein Witz am Rande. Aber die Grünen bieten eine Ersatzreligion an, denn sie bieten nicht direkt das Paradies an, sondern den Weltuntergang, der aber 5 vor 12 doch noch abgewendet werden kann, wenn du jetzt konkret etwas unternimmst. Ja? Also sie können beispielsweise sich Aktien von diesem Öko-World-Fonds kaufen oder sie können wenigstens den Müll trennen oder wenigstens die Grünen wählen. Oder es gibt also hunderte von Möglichkeiten, für Sie persönlich den Weltuntergang noch abzuwenden. Und das ist ein fantastisches Angebot. Ja? Also das Entscheidende in der Weltgeschichte geschieht in meiner Lebenszeit. Denn es ist ja, die Welt explodiert ja jetzt in 5 Minuten. Ich erlebe den Höhepunkt, den negativen Höhepunkt der Weltgeschichte in meiner Zeit. Und ich kann noch helfen, ihn abzuwenden. Also mehr an religiöser Verheißung, an Heil und Verdammnis versprechen, kann es überhaupt nicht geben. Und das scheinbar ganz konkret. Ja? Also mit handfestesten Dingen wie bau dir wenigstens eine Wärmepumpe ein oder Solarpanels auf dem Dach, also das ist schon das Mindeste, oder vegan essen. Es gibt mittlerweile 100 Möglichkeiten, diese Priester der Gaia-Religion, denen gefällig zu sein also gehorsam zu sein. Und das ist für scheinbar 15% der Wahlberechtigten ein unwiderstehliches Angebot bei uns in Deutschland. Und weil es eben eine religiöse Sekte ist, sind sie auch nicht zu erschüttern durch Daten aus der Wirklichkeit. Ja, also wenn es wirtschaftlich immer weiter abwärts gehen sollte mit Deutschland, das würde nie etwas ändern, weil für Sektenmitglieder Widerspruch eine Bestätigung der eigenen Haltung ist. Ja? Also gerade wenn man bekämpft wird, und das werden sie ja im Moment gerade, dann festigt das eher den Zusammenhalt der Sekte. Sie stellen nicht ihre Identität in Frage. Und so erkläre ich mir auch, und das wäre auch meine Prognose, dass sich vieles ändern wird in der Parteienlandschaft in den nächsten Jahren, aber an diesem Sockel, 15% der Grünen, wird sich nichts ändern. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie auch, dass diese totalitären Züge auch mit damit zu tun haben, dass das Wokeness oder sagen wir, die grüne Ideologie oder wie auch immer eigentlich eine Art Ersatzreligion ist. Ich meine, an einer Stelle schreiben Sie auch im Buch, dass das eine Art Nebenwirkung ist der Entzauberung der Welt. Genau. Also dass in dem Maße, wie sagen, die Tradition oder die bisherige Religion wegfällt, sucht man sich eben, um sein Leben Bedeutung zu geben,
solche Projekte, wie Sie sie gerade genannt haben, wie Mülltrennen oder Rettung der Welt. Also Sie würden schon sagen, das erklärt auch die Vehemenz, mit der vorgegangen wird. Absolut. Weil daran zu sagen, der ganze Sinn oder der Halt oder eben auch diese existenzielle Sicherheit eigentlich geknüpft wird. Genau. Also, weil das wenn man das nicht mehr hat, dann... Das ist ihre Identität. Genau. Ja, die steht da auf dem Spiel. Die steht da auf dem Spiel. Ja, also das ist bei ganz konkreten Fragen jetzt mit Energieproblematik, soll man nicht doch die Atomkraftwerke wieder laufen lassen oder ein bisschen länger laufen lassen? Geht nicht. Nicht aus energiepolitischen Gründen oder aus Sicherheitsgründen, sondern aus Fragen der Identität. Meine Identität als Grüner in Deutschland hängt an Atomkraft, nein, danke. Nicht diesem schönen Aufkleber, der ja millionenfach überall klebt. Und das heißt, aus diesem Grund, weil es um die Identität geht, können Sie da gar nicht in Argumentationen oder in Debatten eintreten. Sie können darüber gar nicht diskutieren, weil Sie selbst auf dem Spiel stehen mit diesem Thema. Nicht? Kein Sinn für Pragmatik sozusagen. Ja, das geht nicht, wenn es um meine Existenz als Anhänger dieser Sekte geht. Sie haben ja diesen Begriff Sündenbock, also es steht ja eher noch im Untertitel Sündenbock der Nation. Ich habe auch erfahren, dass Sie eigentlich schreiben wollen, Sündenbock der Welt. Ist Weltgeschichte, der alte weise Mann. Genau. Können Sie erklären, was Sie mit dem Sündenbock-Mechanismus eigentlich meinen? Weil das ist so eine psychologische Erklärung, was da abgeht in diesen Protagonisten. Ja, also der Sündenbock ist ja, also im Englischen Scapegoat, das ist ja die Opferziege, der man rituell, einmal im Jahr war das früher so, alle Sünden der Gemeinschaft auf den Rücken setzt, also draufbindet gewissermaßen und schickt sie dann in die Wüste. Also der Sündenbock, der nimmt dann die Sünden der ganzen Gesellschaft auf sich und geht in die Wüste, also wird in die Wüste geschickt und damit ist die Gesellschaft gereinigt von ihren Sünden. Und genau das ist der Mechanismus, den man hier hat. Also der alte weiße Mann ist dieser Sündenbock. Und wie gesagt, ich hätte gerne sogar geschrieben der Weltgeschichte, denn darum geht es mir in diesem Buch. Ich versuche ja zu zeigen, dass es so drei Hauptströmungen gibt, dieses Sündenbock-Mechanismus. Also das betrifft einmal bei uns in Deutschland natürlich die Nazi-Zeit. Das betrifft in Amerika natürlich den Rassismus gegen die Schwarzen. Und es betrifft aber auch die großen Kolonialmächte wie England und Frankreich mit eben ihrem Kolonialismus. Also das sind ihre großen Sünden und genau die werden jetzt ja wieder aktiviert, wenn Sie so wollen. Also das wird instrumentalisiert. Man muss Bußrituale einplanen als Regierungschef. Jetzt war ja gerade wieder Steinmeier, ich glaube in Tansania oder wo auch immer, und hat sich da entschuldigt. Also ich entschuldige mich, ist so die Grundgeste, wenn Sie so wollen, jedes bedeutenden Staatsmannes und Politikers der westlichen Welt, wenn er in die scheinbaren Opferregionen dieser Welt zieht. Dabei wird vieles, unendlich vieles übersehen, beispielsweise, dass der Kampf gegen den Rassismus, gegen den Sklavenhandel gerade im Westen begonnen hat. Es wird gerne auch übersehen, dass die meisten Staaten, die halbwegs funktionieren oder halbwegs zivilisatorische Standards haben, den nur haben, weil sie kolonisiert worden sind. Und es ist auch, glaube ich, unbezweifelbar, dass nirgendwo so wie in der westlichen Welt die Stellung der Frau emanzipiert ist. Ja, und ich würde sogar sagen, bei uns leben die Frauen besser als die Männer. Aber das ist Geschmackssache. Das kann man auch vielleicht noch ein bisschen relativieren. Aber nie ging es den Frauen besser als heute im Westen. Und das bedeutet also, dass alles wird im Grunde, wie der Prinzessin auf der Erbse-Syndrom, das wird im Grunde in einem Augenblick hochgekocht, wo es weniger Grund denn je dafür gibt. Einfach deshalb, weil man es im Grunde in eine Art gigantische weltweite Ressentimentbewegung verwandeln will. Denn dahinter steht nichts anderes als das Ressentiment. Und zwar gegen diejenigen, ich hatte es vorhin schon mal genannt, die das System am Laufen halten. Also das sind letztlich die Leute, die was arbeiten, die etwas können, die innovativ sind, Technik und Wissenschaft voranbringen. Ja, und das sind im Wesentlichen
die Leute, die unter dem Label alter weiser Mann bekämpft werden. Das ist auch der Grund, warum Sie sagen, dass unsere Kultur neurotisch ist. Dass da kein Sachverhalt eigentlich dahinter ist, hinter diesen Anschuldigungen. Das ist einfach... Wie gesagt, für mich ist das Wichtige an der ganzen Sache, dass etwas sehr Sinnvolles, Produktives und Innovatives und Innovationstreibendes, nämlich eine Kultur, die kritisch mit sich selbst ins Gericht geht, und das ist für die westliche Welt charakteristisch immer schon gewesen, dass das pervertiert wird. Und da passt dann der Begriff der Neurotisierung oder der Hysterisierung, glaube ich, sehr, sehr gut. Es ist einfach ein Unterschied, ob man sensibel ist oder hysterisch. Und genau diesen Schritt haben wir gemacht, aus der Sensibilität oder der Sensibilisierung in die Hysterie. Und es ist ja nicht so, dass etwa jemand leugnen würde, dass es sowas wie Sexismus gegeben hat, Rassismus, Kolonialismus, sondern was verloren gegangen ist in dieser Bewegung der Wokeness oder der Political Correctness, das ist das Gefühl dafür, dass wir Problembewusstsein entwickelt haben, und zwar in uns selber, in unserer eigenen westlichen Tradition. Nicht die anderen haben uns darauf gebracht, nicht die Chinesen oder die Araber oder irgendwelche afrikanischen Stämme haben zu diesem Reflexionsprozess geführt, sondern das war die Selbstkritik des Westens selbst. Sodass also alles, was geschieht heute, westlich ist. Sowohl, wenn Sie so wollen, die wissenschaftlich-technische Welt, die überall in der Welt gleich ist, auch im afrikanischen, im letzten Hinterland von Afrika finden Sie iPhones und die technischen Gadgets. Es gibt keine alternative Wissenschaft zur westlichen Wissenschaft. Und auch, und das ist eben der Witz, auch die Kulturkritik kommt aus dem Westen. Ja? Und die Leute, die in arabischen Ländern oder im islamischen Raum oder in Südafrika oder in Südamerika jetzt als Kritiker des Westens auftreten, sind alle Studenten westlicher Elite-Universitäten. Ja, also das können Sie im Einzelnen wunderbar nachvollziehen. Das heißt also, alles, was heute artikuliert wird, kommt aus dem Westen. Und die einen wollen so werden wie die Leute, die im Westen leben, oder kommen zu uns oder ahmen uns nach. Und die anderen hassen uns. Das, meine ich, ist der Ressentimentanteil bei der ganzen Sache, weil sie im Grunde wissen, dass es keine Alternative zu dieser Form gibt, des Liberalismus, des Kapitalismus, der Demokratie. Sie wissen es im Grunde und klammern sich verzweifelt an archaische Lebensformen. So wie wir das unter dem Titel Fundamentalismus ja schon seit Jahrzehnten auch diskutieren. Fundamentalismus kommt übrigens nicht von unten, wie man immer vermuten könnte. Der kommt nicht aus dem Volk oder so etwas. Das sind intellektuellen Erfindungen. Ja? Also das kommt gerade aus Universitäten von Kairo oder so irgendetwas. Und das stammt nicht von unten aus dem Volk. Das ist auch eine Krisenillusion. Ich fand es auch spannend, dass Sie gerade, also wenn man Fundamentalismus denkt, denkt man erstmal an Religion oder an Islam oder so. Aber Sie zeigen ja auf, dass es auch andere Fundamentalismen gibt. Natürlich. Können Sie die mal erläutern? Ich meine, Fundamentalismus bedeutet ja immer, dass man die eine Wahrheit aus einer Überlieferung zieht. Ja, also es gab ja auch christliche Fundamentalisten, da gibt es sie in Amerika zum Teil immer noch. Es gibt Fundamentalismen auch ideologischer Art, wenn Sie so wollen, nichts lernen wollen aus der Geschichte des Sozialismus und einfach so tun, als könnte man in Nordkorea oder in Kuba weiterhin Sozialismus im Stile des 19. Jahrhunderts praktizieren. Also das sind ja auch Fundamentalismen. Und auch Follow the Science ist für mich ein Fundamentalismus. Also die Vorstellung, es gäbe so etwas wie eine einheitliche Wissenschaft, die uns die Normen vorgibt für das richtige Leben. Also gerade der Widerspruch zu dem, was westliche Wissenschaft immer ausgemacht hat, nämlich der Geist der Debatte, der Geist des Widerspruchs. Also überall da könnte man sagen, wo Widerspruch nicht geduldet wird, hat man es mit Fundamentalismus zu tun. Wo es ein Dogma gibt, das alles beherrscht und was unanzweifelbar ist, kennt man primär aus der Religion. Mittlerweile denken Sie an die Klimadebatte.
Debatte, kennt man es auch aus vielen Wissenschaften, denken Sie an die Corona-Zeit, die furchtbare, da traten Wissenschaftler als Dogmatiker auf und haben alles als Häresie oder als, wie hieß es damals, Querdenkerei verurteilt, wer irgendwie Kritik geübt hat an der Wissenschaft. Also auch diese Formen von Fundamentalismus gibt es und sie sind alle antimodern. Das heißt, man ist nicht mehr erreichbar für ein Argument oder... Für ein Gegenargument, das gibt es gar nicht mehr. Man hat ein Dogma, man hat die Wahrheit und bekämpft jeden, der als Heretiker dann erscheint, und weil er eine abweichende Meinung hat. Ja, dann will ich das jetzt erstmal, sagen wir mal, bei der Lagebeschreibung so lassen. Da könnte man sicher noch mehr drüber reden. Aber ich möchte mich mal Richtung dem Begriff alt zuwenden. Was meinen, sage ich mal, jetzt die woken Linken, ich nenne sie jetzt mal links, wenn sie das Alte bekämpfen? Alt steht für Lebenserfahrung. Also insofern ist es trivial, ja, also Lebenserfahrung kriegt man nur durchs Alter. Aber Lebenserfahrung ist ja auch verbunden mit einer bestimmten Herangehensweise an Probleme des Alltags oder auch politische Probleme, nämlich dass man pragmatisch an die Dinge herangeht. Man hat eben viele Erfahrungen schon gesammelt, weiß, dass es Dinge oft nicht einfach liegen, sondern vielfältig sind, komplex sind und ähnliches mehr. Und zu den Gewinnen der Erfahrung, die man macht im Älterwerden, gehört natürlich auch eine Art geistige Grundhaltung, die man Common Sense nennt in England oder in Amerika. Bei uns würde man sagen, gesunder Menschenverstand. Also so eine Art politische Urteilskraft, könnte man auch sagen, die eben nicht dogmatisch ist, sondern die sagt, okay, wir haben ähnliche Erfahrungen in früheren Zeiten auch schon mal gemacht, ähnliche Probleme, lass es uns doch mal so ähnlich versuchen wie damals. Also Rückgriff, wenn Sie so wollen, auch auf Traditionen, auf das, was erfolgreich andere in früheren Zeiten vielleicht schon mal versucht haben und ähnliches mehr. Das sind alles Dinge, die im Grunde einen einfachen Gegner haben. Das ist nämlich eine verabsolutierte Jugendkultur. Nicht? Das ist, liegt ja auf der Hand. Jeder, der sich an seine eigene Jugend erinnert, weiß das noch, dass einem nichts mehr auf die Palme gebracht hat als die Weisheit der Älteren, ja, oder die Klugheit oder die Erfahrung der Älteren. Davon wollte man nichts wissen, weil man es eben gar nicht hatte, nicht? Selbst nicht hatte, sondern Jugendliche sind unendlich viel mehr geneigt zu Dogmatismus als ältere Leute. Man kann natürlich auch altersstarr werden. Ich hoffe, ich bin noch nicht so weit. Aber das gibt es natürlich auch. Aber Fanatismus ist bei Jugendlichen eigentlich weiter verbreitet als bei Erwachsenen. Und Erwachsensein selber wäre für mich auch ein Synonym für alt. Denn erwachsen wird man heutzutage erst sehr, sehr spät. Ja, diese Vorstellung, dass man mit 18 erwachsen wird, das trifft, glaube ich, nur bei sehr wenigen Menschen zu. Durch die unendlich langen Ausbildungszeiten verzögert sich das Erwachsenwerden immer mehr. Das hat ja Erikson das psychosoziale Moratorium genannt. Und man hat oft das Gefühl, heutzutage braucht man gar nicht mehr erwachsen zu werden. Kissler hat das mal die infantile Gesellschaft genannt. Ich teile eigentlich diese Einschätzung. Also all das steht unter der Chiffre alt. Also Sie konkretisieren das ja auch, dass damit gemeint ist, auch alles Konservative oder Bürgerliche. Ja, richtig. Was ist für Sie konservativ? Konservativ hat gar nichts mit reaktionär zu tun, also bedeutet nicht zurück zu, sondern konservativ ist die Vorstellung, erstens, es gibt Bewahrenswertes, also nicht alles, was in der Vergangenheit liegt, ist falsch. Oder nicht alles, was wir bekommen haben von unseren Eltern oder von Lehrern oder irgendwelchen Autoritätspersonen der eigenen Kindheit und Jugend, nicht alles das ist falsch und verwerfenswert. Und zum anderen bedeutet das Stichwort Piecemeal Social Engineering, man kann Probleme, die sich vor uns auftürmen, nicht alle auf einen Schlag lösen, sondern man muss auch mit dem Status quo rechnen. Ja, der Status quo hat eine gewisse Berechtigung, weil er die Bedingung dafür ist, dass wir einzelne Probleme erfolgreich angehen können. Also Legitimität des Status quo zunächst einmal, um konkrete Probleme auch konkret bewältigen zu können. Und das ist, denke ich, der gute Sinn von Konservativismus. Und für mich ist der Konservativismus die Bedingung von Innovation
und nicht etwa die Verhinderung von Innovation. Wer nicht konservativ ist, der kann ideologisch werden, aber nicht innovativ. Was sich übrigens auch daran zeigt, dass die großen Erfinder in ihrer gesellschaftlichen Orientierung, in ihrer politischen und vor allen Dingen auch in ihrer religiösen Orientierung meistens extrem konservativ waren, um sich dann ausrichten zu können auf ihr großes Problem oder ihre große Frage. Ja? Also man muss im Grunde bürgerlich sein, um irgendeinen neuen Gedanken denken zu können, um auch irgendeine neue Erfindung machen zu können. Und sei es auch nur, dass man bourgeois ist in seiner wirtschaftlichen Existenz. Ich meine, es gibt ja mittlerweile diese Bobos, die Bourgeoisie-Wirklichkeit leben und sich schmücken, aber mit Bohem-Attitüden. In Wahrheit sind die natürlich auch bürgerlich. Ja? Für die ist es nur eben schick, mit irgendwelchen T-Shirts, mit Aufdrucken herumzulaufen, obwohl sie durch und durch bürgerlich sind. Oder vielleicht haben sie ein Tattoo oder ein Ohrring oder was auch immer. Aber davon sollte man sich nicht blenden lassen. Ja, das sind meistens ganz normale bürgerliche Existenzen, die aber gerade deshalb sich fokussieren können auf ein Projekt, auf eine neue Idee. Sie schreiben da ja auch, dass gerade der Bürger oder das Bürgerliche eigentlich das Rückgrat ist der Gesellschaft. Warum ist das so? Wie, oder ich glaube, Sie definieren dann, glaube ich, auch das Bürgerliche, dass also der Bürger derjenige ist, der sein Leben führt, genau. der plant, der ein Ziel hat, der Struktur hat im Leben. Genau. Und man kann aber auch jemand sein, der sich, durch einen Sozialstaat betreuen lässt oder betreutes Denken gerne hat. Ja, So, können Sie das noch mehr ausführen, was Sie damit meinen? Ich denke, wir sollten unterscheiden zwischen Bürger und Bürgerlichkeit. Okay. Bürger sind natürlich per Definition eben alle, die beispielsweise wahlberechtigt sind, die irgendwo in irgendwelchen Katastern eingeschrieben sind oder die, wenn man so will, durch staatliche Alimentierung existieren. Alle, die, wenn man so will, hier in unserem Land sich versammeln und ordnungsgemäß ihr Leben leben, sind Bürger. Aber wie in Ihrer Frage ja schon sehr richtig anklingt, macht es einen Riesenunterschied, ob man selbstständig oder betreut ist. Und die Anzahl der Betreuten überwiegt die der Selbstständigen natürlich gewaltig. Nicht? Also nur ein relativ geringer Prozentsatz ist selbstständig, nicht nur im ökonomischen Sinne selbstständig, sondern im Sinne von Lebensführung, also das eigene Leben führen und sich eben nicht vom Staat schon im Kindergarten an die Hand nehmen zu lassen und bis zur Bahre an der Hand von Vater Staat zu gehen. Das will der Staat natürlich. Ja? Das ist der innerste Wunsch fast aller Parteien, die Bürger von Anfang an die Hand zu nehmen und sie durchs Leben zu führen. Aber das ist das genaue Gegenteil von Bürgerlichkeit. Und wir leben aber davon, dass es solche bürgerlichen Bürger tatsächlich noch gibt. Das sind nicht nur die Unternehmer, das sind auch Leute, die selbstständig denken, die ihre Familie ordentlich ausstatten, die dafür sorgen, dass ihre Kinder eine vernünftige Erziehung bekommen, die sie immunisieren gegen die ganzen Propagandatechniken, die überall losgelassen werden auf die Kinder. Also das gibt es Gott sei Dank noch und das sind letztlich auch die großen Leistungsträger, also die unser System am Laufen halten. Und Gott sei Dank leben wir in einer so weit wissenschaftlich-technisch fortgeschrittenen Welt, dass auch ein vergleichsweise geringer Anteil von selbstständigen, echt bürgerlichen Menschen diesen Betrieb am Laufen halten kann. Das ist ja das Wunderbare, dass wir uns einen vergleichsweise großen Teil von unselbstständigen Menschen leisten können. Ja, also trotzdem funktioniert die kapitalistische Maschine noch weiter. Und man sollte es aber nicht übertreiben. Ich habe mich gefragt, woher kommt eigentlich dieser, also es ist ja ein Kampfbegriff, woher kommt diese Ablehnung gegenüber, sagen wir, das Konservative, das Bürgerliche, das Traditionelle? Was ist eigentlich der tiefe Grund? Oder solche Begriffe wie Heimat, Volk, oder wir hatten ja die Diskussion der Politik mit der Leitkultur. Ist da die Angst, ich weiß auch nicht, dass das, was man als progressiv erachtet, dass das irgendwie dann verhindert wird? Oder warum,
Warum ist man da so allergisch gegen, ich sag mal so, das Bewährte und das, was den Westen eigentlich groß gemacht hat? Also die Antibürgerlichkeit ist selber eine moderne Tradition. Und Sie können sie wunderbar zurückverfolgen bis mindestens in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Baudelaire wäre ein wunderbares poetisches Beispiel. Aber da gibt es natürlich eine Fülle von wichtigen Figuren, die gegen den Bourgeois, also der war ja praktisch der wirtschaftlich erfolgreiche Bürger, gegen den Bourgeois die Bohème gesetzt hat. Und Bohème hatte immer die Assoziationen von kulturell kreativ oder künstlerisch kreativ, nonkonformistisch, auch ein bisschen wild. Diese Gegenüberstellung von Bohème und Bourgeoisie, die, wie gesagt, Mitte im 19. Jahrhundert schon extrem stark ausgeprägt ist, hat natürlich immer diejenigen, die alleine schon, um ihren Vaterkomplex zu bewältigen, sich gegen den Bourgeois, denn der eigene Vater war ja dann der Bourgeois, also der erfolgreich wirtschaftende Mann, sich gegen den eigenen Vater profilieren wollte, der hat sich dann natürlich auf die Seite der Bohème geschlagen. Und das können Sie ja verfolgen bis zu den Hippies oder ja auch bis in die Gegenwart zu den Schneeflocken. Das sind alles Bohème-Existenzen, die davon leben, dass andere natürlich das Geld herbeischaffen, mit dem sie dann als, wie sagt man so schön und richtig, Wohlstandsverwahrloste existieren können. Also das geht weit in die Geschichte zurück, Bohème gegen Bourgeoisie. Und der Reiz, wie soll man sagen, das reizvolle Leben liegt natürlich auf der Seite der Bohème. Und Künstlerexistenz ist ein klassisches Beispiel, aber auch so die erotische Existenz gehört dazu. Und gerade bei den Hippies hat das ja dann wieder so zusammengefunden. Man hat ein bisschen Gitarre gespielt und freie Liebe gelebt. Also das ist immer wieder dasselbe Syndrom, weil es andere gibt, die dieses Leben finanzieren. Ja? Und das hält sich also durch bis in die Gegenwart. Antibürgerlichkeit ist eigentlich ein zutiefst moderner Affekt auch. Und man darf ja nicht vergessen, wir verdanken diesem antibürgerlichen Affekt ja auch sehr, sehr viel. Also gerade das, was man Moderne im künstlerischen Sinne nennt, ist ja zum großen Teil auch ein Produkt dieser Bohème gewesen. Also Baudelaire ist da das erste, vielleicht große, bedeutende Beispiel. Aber es gibt eine Fülle dann seither von Künstlerexistenzen, die am Rande der Gesellschaft leben oder als Ausgestoßene der Gesellschaft leben und. Also die Außenseiter, die Figur des Außenseiters, die, wie soll man sagen, für die kulturelle Entwicklung, für kulturelle Innovation immer außerordentlich bedeutsam war. Aber auch da, würde ich sagen, haben wir es heute mit einer leider Gottes veränderten Variante der Bohème zu tun. Sie ist nämlich nicht mehr kulturell produktiv. Es passiert gar nichts mehr. Sie beobachten das wahrscheinlich besser als ich, aber meine Hin- und Wiederbeobachtungen sind eigentlich seit vielen Jahren dieselben. Es passiert eigentlich nichts mehr kulturell, was zu kritisieren oder zu referieren sich lohnen würde. In keinem einzigen Bereich, nicht im Theater, nicht in der Literatur, leider Gottes auch nicht mehr in der Musik. Also ich sehe nirgendwo mehr einen kulturellen Bereich, wo große Innovationen angestoßen werden. Es wiederholt sich alles. Es wiederholt sich. Die Mode in der Musik, die Stile. Absolut. Das hat man dann mal als postmodern gefeiert, aber im Grunde ist es jetzt ein kaleidoskopischer Leerlauf. Und sodass ich mich wundere, dass die Zeitungen immer noch die Feuilletons vollbringen. Worüber schreiben die eigentlich? Naja gut, kurzum, die Bohème ist nicht mehr kreativ. Das ist der heutige Stand der Dinge. Es bleibt nur noch das Ressentiment der Antibürgerlichkeit, das sich mit anderen Ressentiments wunderbar verbinden lässt, vor allen Dingen mit dem antikapitalistischen Ressentiment. Und wie wir heute jetzt schrecklich genug erfahren müssen, passt es auch wunderbar zum antisemitischen Ressentiment. Also, wie gesagt, überall fehlt es im Grunde an Qualität, an Niveau, an Substanz. Ja. Mit der Tradition zu brechen, ist eigentlich eine zutiefst moderne, sag mal, Bewegung so. Aber Sie fordern, dass wir eigentlich heute mit diesem Traditionsbruch der Moderne brechen müssen, weil Sie sagen, Liberalität, Freiheit
kann sich eigentlich nur ereignen in Anknüpfung an Tradition oder kommt aus der Tradition heraus? Wie meinen Sie das? Es ist in der Tat so, dass wir bei einigem Nachdenken schnell draufkommen, dass spätestens seit der Aufklärung, spätestens seit dem 18. Jahrhundert, im Grunde alles, was die Moderne geprägt hat, im Bruch mit der Tradition entstanden ist. Und das war ja vor allen Dingen auch eine religiös geprägte Tradition oder politisch eine von Adelsgesellschaften geprägte Tradition. Und davon haben wir uns emanzipiert. Und daher kommt auch der heilige Klang des Begriffs Emanzipation, ja, bis zum heutigen Tag. Und auch vollkommen berechtigt. Oder denken Sie an die Frauenemanzipation und. Das waren große, moderne Entwicklungen. Aber mittlerweile haben wir eben gesehen, dass sich auch das leer gelaufen hat. Also dass die Dialektik selbst einer Dynamik unterliegt, die schon vor vielen Jahrzehnten Adorno und Horkheimer auf die Formel Dialektik der Aufklärung gebracht haben. Das heißt, dass die Aufklärung, wenn Sie so wollen, auch eine Rückseite hat, dass sie eine traurige Rückseite hat, dass sie selbst in Zientismus beispielsweise, in die Selbstverblendung einer dogmatischen Wissenschaftlichkeit verfällt. All das können wir auch heute wieder beobachten. Und deshalb wäre ein Gespräch mit der Tradition wieder sinnvoll. Nicht im Sinne von Unterwerfung oder die Tradition, das kann ja gar nicht mehr geschehen, aber dass man ins Gespräch kommt mit Leuten unserer Tradition, die all unsere Probleme in gewisser Weise auch schon mal durchdacht haben. Denn in vielen Bereichen machen wir ja keine Fortschritte. Also ich würde nicht unbedingt mit Galen diskutieren über Medizin oder so irgendetwas oder mit Aristoteles über irgendwelche medizinischen Fragen. Aber wo haben wir denn keine Fortschritte gemacht? Ich würde sagen, im Bereich der Politik, im Bereich der Moral, im Bereich des menschlichen Zusammenlebens. Wenn Sie das vergleichen mit gewissen Standards, die in der Antike oft schon erreicht waren, auch bei den alten Römern vielfach, in bestimmten kleinen Lebensbereichen, dann kann man nicht sagen, dass wir da weitergekommen sind. Und bei der großen Frage, wie muss Demokratie oder wie soll Demokratie funktionieren, oder gibt es dazu vielleicht eine Alternative? Ich glaube nicht, aber die Frage wäre doch mal berechtigt und sinnvoll. Mit wem wollen Sie dann diskutieren, wenn nicht mit, sei es den Aufklärern des 18. Jahrhunderts, sei es mit den alten Griechen? Ja, das sind, also gerade in dem, da wo die großen Probleme entstehen, vor allen Dingen eben jetzt in der Politik in den letzten Jahrzehnten immer, gerade da können wir uns auf unsere eigene Geschichte allein nicht verlassen. Ja, denn da kommen wir ja immer nur in Sackgassen, sodass dann plötzlich Leute von Postdemokratie sprechen oder so irgendetwas. Das ist ja nur ein Ausdruck von Gedankenlosigkeit oder Hilflosigkeit. Da müssten wir dann zurückfragen und müssten überlegen, gibt es da Anknüpfungspunkte in der Tradition, um aus diesen Sackgassen, in die wir offensichtlich geraten sind, herauszukommen. Ja, ich meine, das Traurige ist ja, dass, sag ich mal, die Tradition, von der Sie gerade gesprochen haben, oder generell, sag ich mal, die Bildung, die Europa geprägt hat, die Geisteswissenschaft, dass die ja im Rückzug ist. Also es ist ja alles Richtung Bologna-Prozess, es wird alles auf die Anwendung in Betrieben und Unternehmen sozusagen zugeschnitten und es ist ja überhaupt kein Raum mehr, sag ich mal, sich jetzt philosophisch oder ethisch mit Themen zu beschäftigen oder also die Konsequenzen eigentlich dieser ganzen Bewegung sind eigentlich erschreckend. Oder Sie haben es ja auch im Bereich von Kulturgütern auf den Punkt gebracht. Sie haben so eine griffige Formel, dass Sie sagen, die Wogen sind die Taliban des Westens oder so ähnlich. Können Sie das mal erläutern, wie Sie das gemeint haben? Ja, wirklich im wortwörtlichen Sinn. Also Sie sind ja auch dazu übergegangen, buchstäblich Statuen umzureißen, ja, von Lincoln oder weiß der Teufel. Sie benennen Straßen um. Also es gibt wirklich 1:1 Abbildungen dessen, was die Taliban auf ihre unfassbar barbarische und grausame Weise machen. Aber in einem metaphorischen Sinne geschieht dasselbe auch in der Wokeness. Und dass man im Grunde wie mit einem Schwamm alles auswischen
will an Überlieferung, an Literatur, an Kultur, was, sagen wir mal, vor 1970 passiert ist. Ja, also alles andere ist Nazi, ist Rassismus, ist Sexismus, ist, also es vergeht ja kaum ein Tag, an dem nicht irgendein weltberühmter Autor auf den Index gesetzt wird, wo man Trigger Warnings formuliert, dass Gefühle verletzt werden, wenn man Shakespeare liest oder so irgendetwas. Mark Twain ist auch sexistisch, rassistisch, alles Mögliche. Also kurzum, es gibt eigentlich nichts mehr in der Kultur vor, sagen wir mal, vor Sartre und Simone de Beauvoir, was in irgendeiner Weise von der Wokeness akzeptiert werden könnte, als Modell, als vielleicht auch als Orientierungspunkt, sondern die Wokeness versucht im Grunde aus sich selbst heraus einen Kulturersatz zu schaffen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Deshalb war ja meine Vermutung, irgendwann implodiert die ganze Bewegung. Nicht nur aufgrund ihres expliziten Wahnsinns, sondern auch, weil sich das überkocht mit null Substanz. Ja, aber wir erleben im Moment jetzt noch die Taliban-Phase, also dass um sich geschlagen wird, also alles platt gemacht wird, was nicht, wie soll man sagen, mit den eigenen Empfindlichkeiten vereinbar ist. Ja, mir kommt da die Annalena Baerbock in Sinn, die, glaube ich, bei einem G7-Gipfel das Kruzifix abgehängt hat. Ja, genau. Ja. Oder die Frau Roth, die dann einen Bibelvers, der irgendwo in Berlin prangt, schon seit Jahrhunderten einfach abdecken oder mit einer Installation überdecken will. Ja, ja. Überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich meine, man muss es ja nicht teilen, aber es ist Teil unserer Geschichte. Ja, und ja, natürlich. Ja, die beiden Beispiele sind ja jetzt auch klassische Formen der Welbeck'schen Unterwerfung. Ja? Also das ist wirklich Islam. Also man unterwirft sich, so wie wir das jetzt zurzeit auch in schrecklicher Weise da im israelisch-Hamas-Krieg da erleben. Also dass man aus Angst vor dem Islam im Grunde eine Verbeugung nach der anderen macht. Das ist überdeutlich, vor allen Dingen bei uns in Deutschland natürlich. Aber das geht ja viel, viel weiter. Also dass tatsächlich im Grunde man eine Art Sammlung aller Empfindlichkeiten und Opferattitüden der ganzen Welt veranstaltet, um dann zu sagen, angesichts dessen darf es im Grunde westliche Kultur nicht mehr geben. Denn das ist das, worum es letztlich geht. Also die Auslöschung der westlichen Kultur, das ist das eigentliche Ziel all dieser Bestrebungen. Und ich habe in dem Buch auch versucht zu zeigen, in dem Kapitel Weiß, dass es tatsächlich Quelltexte gibt, die das ausdrücklich formulieren. Also Herbert Marcuse ist ein Beispiel, das ich bringe, das andere Sartre, der in seinem Essay Der schwarze Orpheus diese wunderbare Formel vom antirassistischen Rassismus prägt. Also alles, was gegen die Weißen rassistisch getan wird, ist eigentlich antirassistisch. Also es ist das Gute. Ja? Wer gegen die Weißen kämpft, in rassistischer Weise, kämpft im Grunde für das Gute. Er kämpft für die Emanzipation der Unterdrückten der Welt. Und Herbert Marcuse hat in ganz ähnlichem Sinn dann auch formuliert in seinem Aufsatz Repressive Tolerance, alles, was die Linken machen, ist gut und muss unterstützt werden. Alles, was die Rechten machen, ist böse und muss unterdrückt werden. Das glaubt man so nicht, wenn man es hört. Aber Gott sei Dank gibt es das Internet und man muss im Grunde nur eintippen, Herbert Marcuse, Repressive Tolerance, und dann taucht der Artikel sofort auf, aus dem Jahr 1968, glaube ich, passenderweise. Und dann kann man das wunderbar nachlesen. Also oft auch erschüttern, mit welcher Klarheit das auch schon formuliert worden ist und schon vor vielen Jahrzehnten formuliert worden ist, was heute Praxis auf den Straßen von Berlin, London, Los Angeles ist. Okay. Sie haben jetzt schon angesprochen, das Kapitel Weiß. Können Sie noch mal sagen, für was steht Weiß? Also primär für europäische Rationalität, also die Art und Weise, die Welt zu beherrschen, wie das die in Europa entwickelte wissenschaftlich-technische Organisation erreicht hat, was ja um Gottes Willen nicht heißt, dass es keine Beiträge zu dieser wissenschaftlich-technischen Welt von außereuropäischen Kulturen gegeben hätte. Man muss nur an die großartige arabische Kultur bis zum 14. Jahrhundert denken, man muss nur an die fantastischen
Entwicklungen der chinesischen Kultur zurückdenken, von den Indern ganz zu schweigen. Aber all diese anderen Kulturen haben eines nicht gemacht, nämlich aus diesen wissenschaftlichen Entwicklungen eine Technizität herauszuentwickeln, mit der man die Natur und damit die ganze Welt beherrschen kann. Also das Weltbeherrschende der europäischen Kultur stammt aus dieser Umsetzung von wissenschaftlichen Einsichten, die, wie gesagt, aus der ganzen Welt, also Europa ist sehr eklektizistisch gewesen, hat sich alles aufgesaugt, was es an Wissenschaft gab, ob von den Griechen, wie gesagt, den Chinesen, Indern, Arabern, alles haben sie aufgesaugt. Aber sie haben es als erste und als einzige umgesetzt in eine weltbeherrschende Technik. Und das ist eigentlich das, was die Welt geprägt hat bis zum heutigen Tag. Denn darin gibt es keine Alternative. Es gibt keine andere Wissenschaft. Es gibt auch keine andere Technik als das, was wir in Europa und Amerika entwickelt haben in den letzten 300 Jahren. Und die prägt eben die gesamte Welt. Sodass also auch da, wo der größte Hass auf die westliche Kultur sich artikuliert, sich dieser Hass nur artikulieren kann mit Hilfe von iPhones, mit Hilfe von Al Jazeera-Sendern, also Fernsehsendern oder was auch immer. Also man kann im Grunde sagen, alles, was wissenschaftlich technisch läuft, läuft nach europäischem Muster oder nach dem weißen Muster. Und vor allen Dingen gehört dazu natürlich auch dieses Selbstverständnis der Selbstbehauptung durch Wissenschaft und Technik gegenüber allen Dogmatismen der Religion. Denn wir haben ja daraus ein wissenschaftlich-technisches Weltbild entwickelt, das gerade gegen das bisher dominierende religiöse Weltbild durchgesetzt worden ist. Und wir haben im Grunde die Religion gezwungen, zur Privatsache zu werden. Ja, das ist, damit sind wir auch mitten im gegenwärtigen Konflikt mit dem Islam. Der Islam ist eine der drei großen monotheistischen Religionen, religiös betrachtet, theologisch betrachtet, eine außerordentlich bedeutende Entwicklung, vielleicht noch abstrakter und noch vergeistigter als das Judentum, der Islam, aber er ist nicht aufgeklärt. Ja, also es fehlt die Aufklärung dieser Religion, was bedeutet, dass man klar macht, du kannst das glauben, du wirst respektiert in deinem Glauben, aber du darfst dir nicht einbilden, dass das irgendeine politische Konsequenz haben muss. Während für den Islam ja geradezu definitorisch ist, dass die Religion die Politik bestimmt. Und das ist antimodern par excellence. Ja? Das ist antiaufklärerisch par excellence. Und deshalb gibt es da auch keinen Dialog der Religionen. Ja, das ist ausgeschlossen, denn das eine, Religion als Privatsache, schließt es aus, die Theokratie zu fordern, nämlich Religion bestimmt die Politik. Ja, das ist eigentlich der Punkt, an dem wir heute also durch gewaltige Konfrontationen gelangt sind, sodass eigentlich jedem einleuchten müsste, nur die Politiker, die Sie auch zitiert haben, und es gibt zahllose von dieser Sorte, die haben schlicht keine Ahnung, wovon sie reden. Ja, also wenn unser früherer Bundespräsident Wulff sagte, der Islam ist ein Teil von Deutschland, dann meinte er damit, es gibt bei uns sehr viele Muslime. Das stimmt, es gibt sehr viele Muslime bei uns. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass unsere Kultur in irgendeiner Weise vom Islam bestimmt würde, sondern unsere Kultur ist eben, wie jeder im Grunde, der ein bisschen Bildung hat, weiß, auf der einen Seite jüdisch-christlich und auf der anderen Seite von der griechischen Antike und von der römischen Antike bestimmt. Und es gibt keine anderen Prägekräfte dieser Kultur. Dass es so wenige Leute gibt, denen das noch klar ist oder die das bildungsmäßig noch verarbeiten, das spricht ja nicht dagegen, dass sich all das durchgesetzt hat. Es hat sich nämlich durchgesetzt, nicht nur auf der wissenschaftlich-technischen Ebene, über die wir gerade gesprochen haben, sondern vor allen Dingen auch in dem, was doch fast jedem hier heilig ist, Demokratie, Individualismus, Menschenrechte. Das gibt es alles nur aufgrund dieser christlichen Kultur. Ja, also niemand die können da herbeizitieren, was sie wollen, Buddhismus, Hinduismus, Muslim, Islam, was auch immer.
Von nirgendwo können Sie das herbeizitieren. Das ist ausdrücklich Prägung durch die christliche Kultur. Und heute weiß das zwar niemand mehr oder kaum mehr jemand, aber man hält fest daran, und das sind ja geradezu Tabubegriffe, nicht? Wer würde es wagen, die Menschenrechte zu bezweifeln? Aber aus anderen Kulturkreisen kriegen Sie das oft in aller Deutlichkeit gesagt. Was ihr da wollt mit eurer Menschenwürde, Paragraph 1 des Grundgesetzes oder so, das könnt ihr ja machen, mit uns hat das nichts zu tun. Ja, also das ist, oder in der UN pro forma bekennt man sich vielleicht dann zu dem und dem, aber für diese anderen Kulturen spielt das oft überhaupt keine Rolle. Und das sind Dinge, die halt leider Gottes jetzt in dem immer mehr schwindenden Bildung nicht mehr gegenwärtig sind. Und deshalb kommt es dann zu solchen absurden Formulierungen unserer führenden Politiker. Ja, Bildungskatastrophe. Ja, aber sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass wenn sozusagen auch kein Bezug mehr, sage ich mal, zum christlichen Glauben ist, dass es trotzdem diese Begriffe wie Menschenwürde letztlich langfristig ausgehöhlt werden? Ja. Gregor Gysi ist ja Atheist, er hat gemeint, er hätte Angst vor einer atheistischen Gesellschaft. Oder ja, wenn man Dostojewski denken, der gesagt hat, wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt, so ja, in die Richtung. Richtig, ja, genau. Wie stellen Sie sich das vor langfristig, also dieses Projekt Moderne ohne eine starke Kirche oder ohne den christlichen Glauben? Letztlich sind das ja dann irgendwann Worthülsen. Sie haben recht. Ich kann mir das auch nicht auf Ewigkeit vorstellen. Ich habe allerdings auch keine Vorstellung, was in 100 Jahren sein wird. Aber meine Hoffnung, oder als alter Mann oder Vater von 4 Kindern, meine Hoffnung ist, dass es sich damit ähnlich verhält wie mit dem Kapitalismus. Ja, also Max Weber hat vor 100 Jahren oder vor über 100 Jahren ja schon gesagt, der Geist des Kapitalismus ist geschwunden, aber der Kapitalismus als Maschine läuft noch weiter. Und so, das sehe ich ähnlich bei Liberalismus, Individualismus, Demokratie, Menschenrechte. Der christliche Geist ist geschwunden, ja, also bei den meisten Menschen jedenfalls. Aber, wie soll man sagen, die Form existiert noch und die hat ihre eigene Kraft und ihre eigene Macht und hält jedenfalls noch den Deckel drauf, um mal eine andere Metapher zu bringen. Also sie wirkt katechontisch, würde ein religiöser Mensch vielleicht aus dem 2. Korintherbrief zitieren. Also der Katechont ist gewissermaßen der den Deckel noch auf dem brodelnden Kessel hält, also dass das nicht überkocht. Und wie lange das funktioniert, weiß ich nun wirklich nicht, aber im Moment ist es noch so, durch Tabuisierung. Ja, also dass man sagt, dass der erste Satz des Grundgesetzes, wunderbar, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder kann das zitieren, auch der dümmste Schüler, aber niemand merkt, dass das ein Tabu ist. Denn hier steht ja nicht, die Würde des Menschen soll nicht angetastet werden. Das wäre ein vernünftiger Satz. Aber dass die Würde des Menschen nicht antastbar ist, ist ja kontrafaktisch. Die wird ununterbrochen angetastet, die Würde des Menschen. Das soll aber heißen, darüber darf nicht geredet werden und diskutiert werden. Das muss so sein. Genau wie die Demokratie. Ja? Es gibt einige Seminaristen, die dann sagen, ist das überhaupt noch die richtige Form oder so irgendetwas? Oder Fridays for Future geht uns nicht schnell genug, vielleicht ist Demokratie blöd. Aber im Allgemeinen benutzen wir das immer noch als Tabubegriff, dass wir sagen, da darf nicht dran gerüttelt werden. Sie haben gerade vorher aufgezählt, dass, was weiß ich, die indische Kultur, die chinesische Kultur, arabische Kultur, die ja auch hervorragende Dinge hervorgebracht haben. Und Sie schreiben, dass das Entscheidende eigentlich war, warum die westliche Kultur sich durchgesetzt hat und erfolgreich war, der Kapitalismus war. Können Sie das nochmal erklären, was da das Momentum ist? Und zwar Kapitalismus in dem wirklich religiös bestimmten Sinne, wie Max Weber das, glaube ich, richtig interpretiert hat, nämlich verbunden mit einem ganz bestimmten Ethos und das heißt mit einer Lebensform, mit einer sehr asketischen Lebensform. Max Weber hat das ja mit dem Puritanismus in Zusammenhang gebracht. Später hat man gesagt, das ist zu einseitig, kann man auch bei katholischen Lebensformen rekonstruieren. Darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht darum, dass es damals noch so etwas wie religiöses Ethos gab, dass es so etwas wie strenge, auch asketische Lebensformen gab und dass man
gearbeitet hat und produktiv war, zum höheren Ruhm Gottes, wenn Sie so wollen. Und sei es auch nur, dass man vielleicht, wie soll man sagen, das eigene Land voranbringen wollte oder was auch immer. In jedem Falle war es nicht ein an Genuss gekoppeltes Leben, sondern es war ein asketisches Leben, es war ein streng geführtes Leben, es hatte ein Ethos. Und die Form, die der Kapitalismus dadurch gewonnen hat, das ist das Entscheidende, war die einer hochgezüchteten Rationalität. Also es geht nicht um Kapitalismus per se, sondern es geht um rationalen, methodischen Kapitalismus, so wie doppelte Buchführung und was da alles so Tolles entwickelt worden ist damals. Und dieser rationale, methodische Kapitalismus, der ist auch heute noch das entscheidende Unterscheidungskriterium. Denn wenn Sie nach China gucken, da haben Sie auch Kapitalismus. Wenn Sie nach Russland gucken, haben Sie auch Kapitalismus. Aber Russland, das ist Raubtierkapitalismus. China ist diktatorischer Kapitalismus. Das ist alles nicht das, was Europa mal so groß gemacht hat, nämlich dass das Individuum in seinem persönlichen Verhältnis zu seinem Gott eine Lebensform ausgeprägt hat, eine asketische Lebensform ausgeprägt hat, die es ermöglicht hat, einen Kapitalismus, der rein profitorientiert war, auf Dauer zu stellen. Ja? Also, dass man nicht ans Ende gekommen ist. Das ist ja, das bringt ja die Bewegungsform dieses modernen, methodischen Kapitalismus, des rationalen Kapitalismus, der endet nicht. Sie können es immer so schön an der naiven Frage festmachen, wenn man es mit einem Multimillionär oder Milliardär zu tun hat als Unternehmer, warum hört er denn jetzt nicht endlich mal auf? Der kann doch das Geld gar nicht mehr ausgeben, was er da verdient hat. Das heißt, die Leute haben nicht begriffen, worum es geht. Es geht gar nicht um das Geld. Es geht nicht um die Abermilliarden, die der vielleicht schon verdient hat, sondern es geht um das Fortführen dieser Lebensform. Nicht? Und der Kapitalismus ist die ja mittlerweile alternativlos gewordene Wirtschaftsform, die eben das ermöglicht hat, ein immer mehr, wie soll man sagen, sich ausdehnender Profit, der immer mehr Leute auch in die Lage versetzt hat, ein auskömmliches Leben zu führen und der im Grunde dann auch zu Arbeitsverhältnissen geführt hat, die mit diesem wunderbar deutschen Einschlag des sozialen Rechtsstaats oder des sozialen Marktkapitalismus immer mehr Leute in Arbeitsverhältnisse geführt hat, die zu einem nicht proletarischen Leben geführt haben, sondern letztlich zu einem kleinbürgerlichen Leben, sagen wir mal. Ja? Und das ist ja das, was unsere Gesellschaft immer noch, Gott sei Dank, von den meisten anderen Gesellschaften unterscheidet. Also, dass wir ein paar Superreiche haben, klar, auch ein paar ganz Arme, aber das im Grunde ist doch ein Kontinuum der Bürgerlichkeit, von Kleinbürgerlichkeit bis hin zu, ja, meinetwegen vielleicht auch noch ein paar Großbürgern gibt, aber nicht diese Kastenspaltung oder diese Klassengesellschaften, wie wir sie immer noch aus unendlich vielen Ländern dieser Welt kennen. Aber der Erfolg, sag ich mal, des Westens hängt ja nicht nur an, sag ich mal, dieser religiös begründeten Askese, wo man sich so verstanden hat, dass man eigentlich im Sinne des Berufs, also Gott hat mich berufen an diese Stelle, deswegen interessiere ich mich gar nicht so jetzt, wie viel Profit ich habe, sondern das ist meine Aufgabe, meine Lebensaufgabe und der widme ich mich. Sie schreiben ja an einer Stelle, dass es ja auch die Prämie war, die durch den Kapitalismus kam, dass wenn man sich anstrengt, dass man da dann auch finanziell belohnt wird und dass das sozusagen auch ein entscheidender Unterschied war zu den anderen Kulturen, oder? Ja, absolut richtig. Also das ist jedenfalls die Pointe, die Max Weber hat für diese Erklärung. Ich bin nicht Religionssoziologe, um das beurteilen zu können, ob Max Weber recht hat oder ob seine Kritiker recht haben. Aber der Grundgedanke Webers war genau der, zu sagen, die Calvinisten hatten ja das Problem, er spitzt es ja auf den Calvinismus zu, die hatten das Problem, mit der Prädestinationslehre umzugehen, also herauszufinden, und das war die wichtigste Frage jedes Lebens, gehöre ich zu den Erwählten oder gehöre ich zu den Verdammten? Und Calvin hatte angedeutet, und seine Schüler haben das dann ein bisschen deutlicher formuliert, wie Baxter, du kannst deinen wirtschaftlichen Erfolg als ein Anzeichen nehmen dafür, dass du eventuell erwählt bist. Sodass also in der Tat dann eine Heilsprämie auch auf dem wirtschaftlichen Erfolg
lag. Also man konnte dann wirtschaftlichen Erfolg als ein Anzeichen dafür, dass man vielleicht dann doch zu den Erwählten gehörte, interpretieren. Und ähnlich kann man das auch auf säkularisierte Weise auch heute noch machen. Also ich glaube, viele erfolgreiche Unternehmer, die halten sich vielleicht nicht mehr von Gott erwählt, aber sagen wir mal für was Besonderes. Und zwar nicht, weil sie besonders viel Geld haben, mit dem sie konsumieren können oder so irgendetwas, sondern weil sie sagen, ich habe der Welt einen Stempel aufgedrückt. Ich bin nicht niemand. Ich habe die Welt ein Stück verändert mit dem, was ich da, und sage ich auch nur, dass ich Rohre produziert habe oder Kaffee verkauft oder irgendetwas in dieser Art. Und diese Heilsprämie oder säkularisierte Formen von Heilsprämien heute, die erklären diese Rastlosigkeit des kapitalistischen Unternehmers. Und auch das unterscheidet eben ihn von den Bonzen, ja, die andere für sich arbeiten lassen, die im Grunde nur dafür sorgen, dass sie aber Millionen oder Milliarden häufen, so wie, wie Dagobert Duck, und dann sich da ein schönes Leben machen mit Riesenjachten oder sonst irgendetwas. Das ist ja gerade nicht der Unternehmer. Der Unternehmer sieht aus wie ein ganz normaler Bürger. Und er lebt meistens auch wie ein ganz normaler Bürger. Er hat gar keine Zeit zum Konsumieren, so könnte man es vielleicht sagen. Sie haben vorhin gesagt, dass die europäische Rationalität und die Technik letztlich das Betriebssystem, sag ich mal, der Welt sind. Also, oder Sie, an einer Stelle sagen Sie, es ist das trojanische Pferd, mit dem eigentlich die westliche Kultur, sag ich mal, die Welt übernommen hat. Ja. Jetzt müsste man ja konsequent sagen, daran kann man schon sagen, dass die westliche Kultur zumindest in diesem Sinn anderen Kulturen überlegen ist. Was sich wiederum überhaupt nicht verträgt mit der Multikulti-Ideologie. Ja. Können Sie das mal ausführen, warum das nicht funktionieren kann, dieser Multikulturalismus, oder was das Problem dran ist? Vielleicht erst mal zu der These der Überlegenheit. Also, dass es eine wissenschaftlich-technische Überlegenheit der westlichen Welt gibt, daran lässt sich schlecht zweifeln. Wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, sowohl die Wissenschaft als auch die Technik ist westlich und hat sich in der ganzen Welt durchgesetzt. Also daran kann man ja schlecht etwas bezweifeln. Was nun allerdings andere Dimensionen der Kultur betrifft, da stellt sich ja eine ganz andere Frage, ob es da auch eine westliche Überlegenheit gibt. Das kann man in der Tat bezweifeln, mit guten Gründen bezweifeln. Also es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, unser Privatleben gestalten, unser Familienleben gestalten, dass das anderen Kulturen überlegen wäre. Vielleicht leben islamische Familien glücklicher, ich weiß es nicht, ich kenne sie ja nicht, leben vielleicht in ihrer Familienwelt glücklicher oder in ihren Clans, fühlen sich vielleicht wohler, sie kennen sich untereinander, sind vielleicht 100 Leute, die sich alle höchstpersönlich genau kennen, einer hilft dem anderen und. Man spürt es manchmal so aus der Ferne, was da so sein könnte. Das könnte ein besseres Leben, etwa auf Ebene der Familie oder der Gemeinschaft sein. Da dann zu sagen, unsere Welt der Singles oder der Dauergeschiedenen oder was auch immer, das ist ein viel besseres Leben, da wäre ich der Letzte, der sowas behaupten würde. Also es gibt viele Dimensionen von Kultur, wo man das in Frage stellen könnte, die Überlegenheit des Westens, das würde ich auch nirgendwo reklamieren. Aber es kann halt keinen Zweifel daran geben, dass für das Weiterexistieren der Menschheit die Ebenen Wissenschaft, Technik, Wirtschaft die fundamentalen sind. Ne? Und das würde selbst dann noch stimmen, wenn die westliche Gesellschaft ausstirbt. Dafür gibt es ja so ein paar Anzeichen, nicht? Sie reproduziert sich nicht mehr und. Vielleicht stirbt sie tatsächlich mal aus, aber es wird sich nichts ändern daran, wenn diese Welt weiter bestehen soll, dass sie auf der Basis von westlicher Wirtschaft, westlicher Wissenschaft und Technik funktioniert. Wie gesagt, die Organisation des Privatlebens ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Und vielleicht könnte man sogar sagen, dass wir so neurotisch sind. Wokeness ist ja unser Problem und nicht das Problem des Islam oder von Südamerika oder sowas. Dass wir solche Verrücktheiten jetzt produzieren, das ist vielleicht der Preis, den wir zahlen müssen für unsere Weltüberlegenheit, die wir mindestens 300 Jahre hatten.
Aber jetzt nochmal zurück zu dem Konzept des Multikulturalismus, warum, also was ja stark propagiert worden ist in Deutschland. Warum muss das scheitern? Ja, Multikulturalismus ist so gescheitert, wie man sich das naiverweise wohl gedacht hat, nämlich dass sich die Kulturen einfach nur gegenseitig befruchten und ergänzen. Bei uns in Deutschland ist das so, dass wir eine Grund-Selbstverblendung gestartet haben in dem Augenblick, in dem wir die Angst vor dem Islam gleichgesetzt haben mit Ausländerfeindlichkeit und umgekehrt das Hereinholen der Moslems mit Multikulturalität übersetzt haben. Es gibt ja in Deutschland und wahrscheinlich in den meisten anderen westlichen Ländern auch überhaupt kein Problem, beispielsweise mit Vietnamesen, gibt es auch zahlreiche bei uns, mit Südkoreanern, mit Leuten aus vielen Ländern aus Südamerika, also überhaupt kein Problem, die sich wunderbar integrieren, mit Indern beispielsweise, auch mit Chinesen. Also nirgendwo gibt es da Probleme. Die sind alle außerordentlich oder viele außerordentlich erfolgreich, wirtschaftlich sehr erfolgreich. Sie integrieren sich oder sie lassen jedenfalls die anderen in Ruhe. Die Probleme tauchen nur durch die Moslems auf. Und das darf man aber nicht sagen. Das ist eins der großen Tabus. Und deshalb ist Multikulturalität gescheitert. Nicht, weil es prinzipiell nicht geht, dass Chinesen, Südkoreaner, Japaner, was weiß ich, mit Franzosen, Spaniern, Italienern und so, alle bei uns zusammenleben. Das geht wunderbar, das würde wunderbar gehen. Sondern was nicht geht, ist, dass eine theokratische Kultur mit säkularen Kulturen koexistieren kann. Das geht einfach nicht. Es geht nicht, dass der Imam vorschreibt, wie die Politik auszusehen hat. Es geht nicht, wie das ja ein grünen Chef vor nicht allzu langer Zeit gefordert hat, dass wir die Scharia integrieren in unsere Gesetze. Das ist einfach Verblendung, Selbstverblendung. Aber da es ein Tabu ist, wird es dabei bleiben. Wir werden das niemals so ansprechen dürfen. Kommen wir zum Schluss noch zum männlichen Mann. Wieso ist der männliche Mann ins Fadenkreuz, sag ich mal, der Woken-Bewegung geraten? Ja, ich denke, das liegt im Wesentlichen daran, dass es einmal eine Karikatur des männlichen Mannes gibt, die sehr gut verfängt, also mit der man gut operieren kann. Und dass man auf der anderen Seite auch, und das ist für mich das Wesentliche, bestimmte Charakteristika mit dem männlichen Mann verbindet, gegen die der Kampf auch eröffnet worden ist. Also um mal mit der Karikatur zu beginnen, das ist ja sehr einfach, das ist der Macho. Und der Macho, um den Macho lächerlich zu machen, braucht man nicht sehr viel rhetorische Fähigkeiten. Und der ist ja auch zu einer grotesken Randfigur oder zu einer Karikatur schon seit Jahrzehnten verkommen. Aber Charakteristika des männlichen Mannes, die sind viel interessanter. Und da ist es spannender zu sehen, warum die bekämpft werden. Für mich eins der Wesentlichen, nicht nur Mut übrigens, Tapferkeit, Selbstbewusstsein, für mich eins der wichtigsten, Risikobereitschaft. Wir leben in einer Welt des Precautionary Principle, wie man das so schön nennt, des Vorsorgeprinzips. Also bevor du eine neue Sache auf den Markt bringst, musst du erstmal beweisen, dass auch von ihr keinerlei Gefahr und kein Schade ausgehen kann. Sonst können wir das nicht auf den Markt bringen, können wir das überhaupt nicht diskutieren. Also die Angst wird zum Grundaffekt. Ja? Erstmal auf alles, was kommt, mit Angst reagieren, auf jede Neuigkeit mit Angst reagieren. Und also was Technik vor allen Dingen angeht. Und gegen diese Angst steht eben das Risikobewusstsein und auch die Risikofreudigkeit. Also auch die Freude darauf, sich auf etwas einzulassen, von dem man noch nicht genau weiß, was daraus wird. Ja? Und Abenteuerlichkeit beispielsweise, ein abenteuerliches Herz zu haben. Ja, das würde ich sagen, das ist männlich. Dazu gehört natürlich eben auch Selbstbehauptung. Ja, also gerade nicht sich an der Hand nehmen lassen von Vaterstaat. Ja, also hier wirklich auch gegen den Vater aufbegehren, ihn bekämpfen. Und das ist dann der Kampf gegen den Staat als
paternalistischer Vormund, der sich mir aufdrängen will mit seinen Sorge- und Vorsorgeprogrammen. Also auch da denke ich, ein zutiefst männlicher Zug. Und dann natürlich der Mut, der zwar gerne beschworen wird, aber nie ernsthaft gefördert wird, nämlich eben Zivilcourage. Und zu der Zivilcourage würde letztlich ja auch noch gehören, dass man den Kampf aufnimmt, in welcher Form auch immer, mit denen, die unsere Lebensform bedrohen. Ja, also das ist ein, denke ich, das wäre eine Form von Zivilcourage. Da gäbe es unterschiedliche Ebenen. Vielleicht darf ein über 70-Jähriger eine andere Kampfform wählen als ein 27-Jähriger, aber das müsste eigentlich diese Bereitschaft zum Kampf gegen die, die unsere Lebensform zerstören wollen, das wäre für mich eben auch männlich. Und all das wird bekämpft. Ja? All das soll nicht mehr sein. Wir sollen brav sein, wir sollen der Wissenschaft folgen, wir sollen der Regierung folgen, wir sollen uns von den Vorsorgeprogrammen, Riester-Rente hieß das früher mal, sollen wir uns betreuen lassen. Ja, wir sollen Betreute werden in allen Lebenslagen. Und Risiko ist jedes Risiko ist unerträglich, alles muss versichert werden. Sie kennen ja auch da diese grotesken Entwicklungen, die es da gibt, gerade auch in Amerika, dass man auf alles Mögliche draufschreiben kann, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Du könntest dir die Finger verbrennen, wenn du die Zunge verbrennen, wenn du den Kaffee, was weiß ich, kochend trinkst oder irgendwas in dieser Art. Also die Welt der Versicherung, könnte man sagen, ja, die heute dominiert und die so etwas wie Abenteuerlichkeit gar nicht mehr zulässt. Ich habe deshalb ja auch darauf hingewiesen, da es ja immer noch Männer gibt, muss man denen Ersatzschauplätze für Abenteuerlichkeit oder für Mut oder Risiko schaffen. Der Sport wäre im Wesentlichen eine oder was weiß ich, vielleicht auch Videospiele oder ich weiß es nicht. Aber im Sport gibt es das noch, nicht auch beispielsweise sehr männlich ist, siegen zu wollen. Ja, das war die antike Gestalt des Glücks war der Sieg. Und das ist ja auch tabu. Niemand soll siegen. Und selbst bei Wahlen ist es ja so, dass am Ende alle gesiegt haben, nicht? Also mit ihren Prozenten, die sie da gerade gekriegt haben. Und siegen darf man eigentlich nur noch im Sport. Aber selbst da versucht man jetzt in Deutschland, zumindest an den Schulen, zu verbieten, dass die Tore gezählt werden beim Fußball, damit niemand einen Knacks bekommt, einen psychischen Knacks, weil er vielleicht 4-0 verloren hat. Ja, das klingt alles wie ein Witz, oder? Es klingt wie ein Witz, aber es ist leider Gottes Realität. Sie schreiben, dass eben diese männlichen Männer, aber auch die weiblichen Frauen einen schweren Stand haben. Und ich vermute, dass es auch was mit der Gender-Ideologie zu tun hat, dass es grundsätzlich die Tendenz gibt, in unserer Kultur die Geschlechterunterschiede zu verwischen oder abzuschaffen. Genau. Ja. In dem Zusammenhang erwähnen Sie auch Jacques Derrida und sein Konzept der Dekonstruktion. Können Sie ganz kurz erklären, was damit im Kern gemeint ist? Ja, ich könnte es ultra kurz sagen in einem Satz, aber dann verstehen Sie es nicht und erst recht nicht Ihre Fans. Aber ganz im Ernst, ich habe eher oft in der Uni diese Frage beantworten müssen, weil man um Derrida kaum herumkommt. Und ich habe gesagt, ich glaube, das stimmt auch, die Dekonstruktion ist die Dekonstruktion des Ist. Ist als die Copula, also das beim Urteil. Ja? Also wenn man ein Urteil bildet, dann ist das Wörtchen Ist die sogenannte Copula. Die verbindet das Subjekt mit einem Prädikat. Ja? Also dieses. Und genau das wird unterlaufen von der Dekonstruktion. Also man verschiebt das gewissermaßen, die Zuordnung eines Prädikats zu einem Subjekt. Also es werden andere, wenn man so will, Prädikate eingesetzt oder andere Subjekte. Man verschiebt, wenn man so will, innerhalb der unaufhebbaren Satzstruktur Elemente, so ähnlich wie im Traum. Denn diese ganze Dekonstruktionsthematik kommt aus der Psychoanalyse. Bei Derrida als Lacan-Schüler liegt das auf der Hand. Die anderen wissen das alles gar nicht mehr, aber es kommt natürlich letztlich von Freud.
der ja nicht umsonst mit der Traumdeutung begonnen hat. Und er hat dort zwei Mechanismen des Traums untersucht, die Verdichtung und die Verschiebung. Das sind die Werkmeister des Traums, wie Freud das genannt hat. Und diese beiden Techniken der Verdichtung und Verschiebung sind die fundamentalen Techniken des Unbewussten selbst. Und Derrida hat, und das meint man mit Dekonstruktion, diese Technik des Unbewussten angewandt auf unsere kulturelle Überlieferung, also vor allen Dingen auf Texte natürlich. Ja. Und mit solchen Techniken der Verschiebung und Verdichtung versucht zu dekonstruieren im Sinne von in Texten, die scheinbar alle kennen, etwas anderes zum Vorschein bringen als das, was man bisher gelesen hat. Ja, also eine Art Geheimbotschaft aus den Texten heraus zu destillieren und herauszufinden, mithilfe dieses letztlich an der Arbeit des Unbewussten orientierten Techniken des Verschiebens und Verdichtens. Da hat Derrida tolle Sachen gemacht. Also es gibt ein paar Texte von ihm, die ich wirklich großartig finde, also wo man staunen kann. Und wo ein echter Befund auch da ist und man Dinge besser sieht als vorher. Aber daraus ist natürlich nur noch ein unsägliches Gewurstel geworden. Es ist das traurige Schicksal moderner Denker, dass sie gekapert werden, sobald sie sterben. Ja, also sobald der Mann nicht mehr lebt und kann korrigierend eingreifen, verzapft man den größten Blödsinn mit dem, was er mal geschrieben oder gelehrt hat. Und da sind wir leider Gottes. Sie sind alle tot. Ja. Lacan, Foucault, Derrida, alle weg. So kann man mit ihren Schriften jeden beliebigen Blödsinn anstellen. Und genau das geschieht heute unter dem Stichwort ja, Gender Studies, Postcolonial Studies oder was auch immer. Kommt daher, weil Sie von Lesen und Derrida ja viel mit Schrift und so gearbeitet hat. Man sagt ja heute, was weiß ich, ich lese mich als Mann oder ich lese mich als Frau oder ich möchte als Frau gelesen werden, obwohl ich vielleicht ein Mann bin oder so. Da hätten wir ja sogar eine semantische sozusagen Hintergrund oder Ableitung von Derrida. Also Sie würden sagen, Sie sind sich unsicher, ob Derrida das mitgemacht hätte, dahingehend, dass das eigentlich ja, es keine biologischen Unterschiede mehr gibt, sondern letztlich ist das Geschlecht frei wählbar. Derrida war außerdem, dass er ein Genie war, auch ein gnadenloser Opportunist, sodass ich vermute, er hätte mitgemacht, obwohl er nicht dran geglaubt hätte. Aber es ging ihm vor allen Dingen auch um seinen Weltruhm. Er war immer beleidigt, dass er in Frankreich keinen Erfolg hatte. Er ist ja eigentlich Franzose, kommt aus Algerien. Ist ja Franzose, aber da wollte ihn niemand. Da ist er nach Amerika gemacht, hat dort alles übernommen gewissermaßen. Er beherrscht ja bis zum heutigen Tag vor allem die amerikanischen Geistwissenschaften. Und das war für ihn dann der Ersatz. Er wollte den Franzosen gewissermaßen einen Denkzettel verpassen durch seinen Weltruhm. Und ich glaube, für den Weltruhm hätte er alles getan. Er hat das sogar gemeint, er würde dasselbe denken wie Habermas, obwohl das überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Also die haben sich dann auch zu gemeinsamen Texten politischer Art getroffen, Habermas und Derrida, weil Habermas umgekehrt auch opportunistisch genug war, wie soll man sagen, diese Wokeness auch noch auf seine Mühle bringen zu lassen, zu schaufeln. Also das würde ich alles nicht ernst nehmen oder die Frage kann man so dann nicht letztlich beantworten. Aber es hat nichts mit dem zu tun, was er vernünftigerweise in den 60er Jahren geschrieben und gearbeitet hat. Nicht? Also auch was Lacan gemacht hat in den 60er und den 50er Jahren, das sind oft großartige Studien in Sachen Psychoanalyse. Aber fast unverständlich für Leute, die nicht Spezialisten sind in diesem Bereich. Und aus unverständlichen Texten macht man dann halt Blüten. Ja? Und das ist das, was wir geboten bekommen. Sie unterscheiden zwischen einem aufgeklärten Feminismus und einem fanatischen Feminismus. Worin liegt der Unterschied für Sie? Naja, das ist einfach. Der aufgeklärte Feminismus, das ist die vernünftige Emanzipationsbewegung innerhalb der Aufklärung selber, die im 19. Jahrhundert großartige Frauen hervorgebracht hat, Frau Wollstonecraft und viele andere auch, die, wenn man das heute liest, strotzen vor Common Sense und Vernünftigkeit. Also wenn man sich mal klassische Texte des englischen Feminismus des 19. Jahrhunderts anguckt,
die reine Vernunft spricht aus diesen Frauen und alles, was sie sich gewünscht haben, ist längst verwirklicht. Also das ist aufgeklärter Feminismus und das gibt es natürlich auch heute noch. Es gibt immer noch, Gott sei Dank, sehr viele vernünftige, klar denkende Feministinnen, die natürlich auch mittlerweile ihren politischen Kampf kämpfen. Aber warum nicht? Jeder kämpft seinen politischen Kampf. Das finde ich da völlig in Ordnung. Aber der fanatische Feminismus, das ist der, der eben auch nur aus dem Ressentiment gespeist ist, aus Männerhass. Es ist einfach nur der Hass auf die Männer. Und der spricht sich ja auch überdeutlich aus. Es ist ja nicht so, dass man da hermeneutische Künste braucht, um das herauszulesen. Diese Texte sind von unglaublicher Härte und Brutalität. Und sie sind der blanke Hass auf alles das, was männlich ist. Und das Lustige ist, dass diese Form von hysterischem Feminismus mittlerweile auch von sehr, sehr vielen Männern unterstützt wird. Und deshalb habe ich ja nicht nur diese beiden Gruppen ein bisschen analysiert, sondern auch den femininen Mann und die männliche Frau, das eigentliche Zentrum unserer Kultur mittlerweile markieren und die beiden anderen eben, über die wir gesprochen haben, ausgrenzen. Aber das ist, wie soll man sagen, relativ einfach zu analysieren und wie gesagt, die Lageanalyse ist deshalb einfach, weil fast alle Phänomene Ressentimentphänomene sind. Also die haben keinen Tiefgang. Tiefgang bekommt all diese Diskussion erst, wenn man in die Geschichte zurückgeht, also noch hinter die 60er Jahre zurück. Und das war es eigentlich, was ich mit dem Buch zeigen wollte. Noch kurz ein Gedanke zu dem, wenn alles sozusagen in die androgyne Mitte sozusagen strebt, was die Geschlechter ist. Kann es nicht sein, dass dann, sag ich mal, die erotische Anziehungskraft verloren geht und dann doch die Biologie durchschlägt, zwischen Mann und Frau? Weil die Polarität ist ja eigentlich das, was anziehend macht. Naja, ich meine, da geht es ja jetzt um 100% der Bevölkerung bei Mann und Frau. Oder fast 100%. Und da würde ich jetzt sagen, muss man auch mal die Größenverhältnisse betrachten. Wir reden hier über Sekten, über Eliten, über, ja, was weiß ich, ewige Kinder. Das ist ja nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Damit haben wir unser Gespräch ja auch begonnen. Wo ist die Mehrheit, wo ist die gut artikulierte Minderheit? Ich würde einfach sagen, all das geht an dem größten Teil der Bevölkerung völlig vorbei. Das interessiert niemanden, das nimmt auch kaum jemand wahr oder die belustigen sich höchstens darüber. Und ich glaube, Gott sei Dank, die meisten Menschen sind immer noch ganz normal, was das betrifft, das Männliche und das Weibliche, auch mit natürlich verschiedenen Abstufungen und so weiter. Aber da mache ich mir die wenigsten Sorgen. Ja, also ich glaube nicht, dass es am Ende nur noch Queer und Trans gibt oder nur noch Softies oder so irgendetwas. Eben weil ich genau wie Sie davon ausgehe, es gibt die Biologie. Oder wie Freud noch härter gesagt hat, die Biologie ist unser Schicksal. Mit dem Satz könnten Sie diese Leute zum Wahnsinn treiben. Da fällt mir ein, es gab eine spannende 50 Shades of Grey, sagt Ihnen vielleicht ja, was, diese Serie, und dass Psychologen sich gewundert haben, wie kann das sein in unserer Woken-Kultur, ein Buch, das eine Frau geschrieben hat und das eigentlich nur Millionen von Frauen lesen und dann ist der Protagonist ein sehr dominanter Mann, der sogar gewalttätig wird und so. Wie kann das sein? So? Und dass dann einer vielleicht doch die Biologie durchschlägt und Frauen eben das attraktiv finden, wenn ein Mann dominant ist und Führung übernimmt und ein klares Ziel im Leben hat und so. Fand ich ganz spannend. Herr Beutz, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne.